Mittwochnacht und herzlich willkommen zum Nachtschicht Game Streaming mit TK. Ich weiß, es ist verdammt spät, aber bevor wir gar keinen Termin machen, machen wir den. Würde ich jedenfalls sagen. So. Puh. Erstmal einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Leute. Ich freue mich, dass ihr da seid. Die Runde ist zwar noch klein, aber ich begrüße den lieben Amon Ishtar. Es freut mich, dass du da bist. Ich begrüße Cat. Cool, dass du reinschaust. Du bist echt, genauso wie Rain, auch du. Eigentlich seid ihr alle drei inzwischen echt verlässliche Zuschauer und regelmäßig dabei. Was mich sehr freut, dass ihr auch zu der späten Uhrzeit noch hierher findet. Ich muss erstmal noch ein bisschen hier ankommen. Ich bin seit 30 Minuten zu Hause. Bin dann rein in die Wohnung. Habe im Grunde genommen meinen Kram in die Ecke geschmissen, Rechner angemacht und den Stream vorbereitet. Aber hat geklappt. Rechner läuft, Stream läuft. Ich habe mir hier meinen Energy Drink hingestellt. Mögen die weisen Götter des Koffeins ihren Dienst tun, damit wir heute Nacht noch ein bisschen entspannt zocken können. Und ich denke, wir gehen mal ganz locker den nächsten Teil von Shadowrun Returns an. Dazu werde ich mal das Spiel laden und ja. Wie war euer Tag bis jetzt so? Beziehungsweise eure Woche? Ich hoffe, ihr seid entspannt an diesem Mittwochabend angekommen. So. Rein von der Theorie her müsste das der Spielstand sein, den wir brauchen. Ist ein bisschen stressig, Rain, aber es geht. Also, ich habe mir das ja selber zum Plan gesetzt. Ich habe ja gesagt, ich möchte 3 Termine in der Woche halten. Einmal einen variablen Abend und 2 Creative-Termine. Und arbeitstechnisch ließe es sich jetzt einfach nicht anders machen, als dass ich gesagt habe, ich setze den Gaming-Termin dann halt auf einen späten Tag. Da ich morgen frei habe, können wir heute Abend zocken. Aber da ich nicht vor 9:30 zu Hause bin, geht das halt nicht anders. Ja, ich weiß inzwischen, dass die nicht angekommen sind. Ich habe es heute über Tag noch nicht geschafft. Miss Wicked wird die nicht gekriegt haben. Und also ihr habt die alle 3 nicht gekriegt. Ich werde die nochmal mit Download-Links neu verschicken. Und ich hatte nämlich eine Rückmeldung bekommen, dass das nicht funktioniert hat. Ich habe es aber heute über Tag per Smartphone nicht geregelt. Ich schicke die nachher nochmal raus. Also ich habe da schon dran gedacht. Es ist nur, ich muss das dann als Download-Link dahinterlegen, weil er anscheinend Stress mit der einen Datei hat. Dossi, schön, dass du da bist. Freut mich, dass du reinschaust. Ich hoffe, du hattest einen entspannten Tag und ja, kannst ein bisschen lässig und locker mit uns Shadowrun spielen und gucken. Ich habe gerade eben gesagt, ich bin seit 30 Minuten in der Tür. Ich habe mein Zeug in die Ecke geschmissen und einen Stream vorbereitet. Und bin im Grunde genommen jetzt gerade, wo ich hier sitze und anfange mit euch zu schnacken, richtig zu Hause angekommen. Und ich stelle jetzt zum ersten Mal fest, dass man die zweite Kamera so ein bisschen hier oben im Bild sieht. Das ist eigentlich doof, aber glücklicherweise fällt das nicht so extrem auf. Darum lassen wir das erstmal so. Und das hat irgendwie einen leichten Rotstich. Naja, ich hühne jetzt nicht an der Kamera rum. Hemmes, grüß dich. Na, Kollege? Auch zu Hause und im Feierabend? Du bist, glaube ich, vor mir los heute. Ja. Hier waren wir ja letztes Mal stehen geblieben. Ich fasse das nochmal grob zusammen. Wir haben mit unserem Trollschaman Big T einen aufgezeichneten Anruf eines toten Kumpanen aus der Vergangenheit gekriegt, der halt 100.000 Yen auf die Ergreifung seines vermeintlichen oder wahrscheinlichen Mörders ausgesetzt hat. Die Spur hat uns zurück nach Seattle geführt. Und dort haben wir die Leichenhalle besucht. Freakbird, ein lang vermisster Gast. Freut mich, dass du reinschaust. Einer der ersten Stunden ist mit dabei. Liebe Grüße, Freakbird. Entspann dich, schnack mit den anderen. Ich hoffe, das Spiel gefällt dir. Ich rekapituliere gerade nochmal ganz kurz, was letztes Mal passiert ist. Also wir sind dann mit dem Trollschaman nach Seattle gekommen. Und, ja, was denn, Helmes? Big T, das bot sich irgendwie an. Das war so eine spontane Eingebung, der Name. Auf jeden Fall haben wir dann in der Leichenhalle den,
Armitage getroffen, den Typen, der in der Leichenhalle gepennt hat, diesen Straßensamurai. Ja, cool, freut mich, Freebird, dass du das Game selber zockst. Dann weißt du ja, was Sache ist. Und ja, dann gehe ich auch mal davon aus, dass es dir gefällt. Mal sehen, ob dir meine Herangehensweise gefällt. Ich hoffe, ich habe jetzt einen anderen Charakter gewählt als du. Und dadurch ändert sich das Gameplay. Ja, auch ein bisschen. Ja, ich habe es auch auf dem Handy. Aber ich wollte es jetzt mit euch einmal im Stream spielen. Ich werde es auch nicht zwischendurch weiterspielen, sondern ich werde es immer von Stream zu Stream spielen. Da dieser Game-Stream ja nur so eine kleine Spaß- und Ablenkungsgeschichte ist, denke ich, können wir das relativ entspannt machen. Selbst wenn wir ein bisschen länger für ein Game brauchen, das sehe ich jetzt nicht so wild. Danach will ich eigentlich mit euch Homeworld Remastered spielen. Das dauert auch ewig, also. Wir haben erstmal zu tun. Es sei denn, einer von euch schreit jetzt irgendwie, ich muss unbedingt was anderes zocken. Also, aber ich habe mir eigentlich so Spiele wie Shadowrun vorgenommen, Homeworld Remastered vorgenommen. Ich habe Anno 2070 noch liegen. Ich will nochmal ein großes gestreamtes Spiel mit. Okay, der Doom kommt nach. Und ja, Dossi, du hast recht, Hannibal ist eine tolle Serie. Ich kriege hier gerade von meinen Mods nebenbei so Nachrichten. Fertig. Wir haben in der Leichenhalle in Seattle, wo wir nach der Leiche unseres toten Kumpels geguckt haben, den Armitage getroffen und der hat uns Hilfe abgeknüpft, dass wir ihm wegen der Gang helfen sollten. Daraufhin hat er uns zu einer Spur gebracht, sozusagen. Und da haben wir uns durchgefragt, wir haben die Gänge auch platt gemacht. Wir waren in dem Seamstress Union, in dem Nachtclub. Und jetzt sind wir mit dem Kumpel von dem einen Barmädchen von Coyote auf dem Weg zu einem Termin, wo sie hin wollte, wo wir davon ausgehen, dass ihr was passiert. Und sie war eine der letzten, die Jake lebend gesehen hat, nachdem Armitage ihn aus dem Laden rausgeholt hat. Und genau das werden wir jetzt rausfinden. Hier waren wir gerade. Hier oben ist ein Mord passiert. Da hatten wir ja schon geguckt. Ich gehe da aber, glaube ich, jetzt gleich nochmal wieder hin, um wieder in das Thema ein bisschen reinzukommen. Und ich werde es jetzt einfach, weil ich glaube, dass euch das eigentlich ganz gut gefallen hat, so machen wie letztes Mal. Das heißt, ich werde die Dialoge auch vorlesen weiterhin. Es sei denn, ihr sagt jetzt alle, das nervt und ihr könnt alleine lesen, aber ich finde das ein bisschen doof, hier so stumm zu sitzen. Okay, ja, was heißt stumm sitzen? Ich kann ja eigentlich nie meine Klappe halten, wenn ich stream. Aber nichtsdestotrotz. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, ich finde, Paco hieß der Kollege. Ich finde ja persönlich, mal ein bisschen reinzoomen, geh mal hier hin. Ich finde das so geil, dass dieser Troll einen Oberlippenbart hat. Das kann man hier jetzt nicht so geil sehen. Aber er hat ein Kinn und einen Oberlippenbart und eine Sonnenbrille. Voll der geile Typ. Ich finde das Spiel, obwohl es relativ schlicht gehalten ist und sehr comichaft ist, gefällt mir der Look echt gut. So. Auf dem Asphalt liegt die Leiche einer jungen Menschenfrau. Ihre Augen wurden mit großer Sorgfalt auf ihren Höhlen entfernt und du bemerkst mehrere Bissspuren. Okay. Einen Karma erhalten. Das heißt, wir gehen. Und achso, diese Ripper-Morde. Die haben wir ja untersucht. Das darf ich auch noch nicht vergessen. Ja, es tut mir leid, Cat. Ich bin seit 30 Minuten von der Arbeit zu Hause. Ich konnte einfach nicht früher anfangen. Oh, das tut mir leid. Das ist ärgerlich. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall pauschal mal gute Besserung. Ich gehe mal davon aus, dass das dieser übliche Grippemist ist. Ja, und bevor ich den Termin ausfallen lasse, habe ich gesagt, streame ich lieber spät. So, wir werden auch jetzt nicht, ich weiß nicht, es sei denn, ihr bleibt so lange dran oder die meisten bleiben so lange dran, dann spiele ich wahrscheinlich auch bis um 3 Uhr morgens. Ich kann ja morgen auspennen. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal so, bis um 1 habe ich mir Minimum als Ziel gesetzt. Deadly Döner, grüß dich, schön, dass du da bist. Du hast bis jetzt nur die Rekapitulation verpasst und, ja, gute Besserung, Cat, auf jeden Fall. Und wir fangen jetzt gerade wieder an zu spielen. Guter Dönermeister. Och, Döner hätte ich Bock drauf. Ich habe es heute noch nicht mal geschafft, großartig was zu essen. Doch, ich hab hier aber noch Müsli-Riegel, die werde ich mir zwischendurch reinpfeifen. Da müsst ihr jetzt einfach mit leben. Dresden, der Gerichtsmediziner. Oder Dresden.
Drayson sieht auf und ein Grinsen breitet sich auf seinem Gesicht aus. Brauchst du noch etwas? Irgendwelche faszinierenden neuen Spuren? Was ist mit den Bisswunden auf dem Arm? Das würde mich ja schon interessieren. Das ist eine gute Frage. Danke bitte. Die Bisswunden auf dem Arm. Ah, die Bisse stehen in keinem Zusammenhang. Es scheint so, als hätten wilde Hunde ihren Körper aus der Gasse gezerrt, als sie schon tot war. Igitt. Das ist unangenehm. Oh, cool. Ja, Cat, wenn das Ding steht, wenn dein wunderbarer pinkfarbener Link steht, fertig ist, dann möchte ich den auf jeden Fall sehen. So, und wir müssen, ich zoome mal wieder ein bisschen raus. Wir müssen ja da lang. Essen wird überbewertet, total. Willst du ein paar BTL? Kann ich mit dem Typen jetzt handeln? BTL sind Better Than Life Chips bei Shadowrun. Das ist eine Art Chip-Droge, die könnt ihr in eine Datenbuchse tun. Eine Datenbuchse ist ein Anschluss, der mit eurem, ist im Grunde genommen ein Dataport-Anschluss, der mit eurem Hirn verbunden ist. Und wenn ihr ein BTL einwirft, dann werden euch hyperrealistische Wahrnehmungen und die Sinneseindrücke und Gefühle dazu von bestimmten Erlebnissen und Situationen eingeflößt und ihr erlebt die quasi wie wirklich. Und diese Gefühle sind dann auch so weit verstärkt, diese Sinneseindrücke, dass die süchtig machen können, weil die euch auch bestimmte Sachen suggerieren können. Es gibt so BTLs, die lassen, dass ihr euch wie ein Gott fühlt oder sonst was. Und das sind im Grunde genommen Sinnes- und gedankenmanipulierende Lebenssimulationschips, die ihr euch direkt ins Gehirn spielt. Ist eine sehr, sehr kranke Droge, ist aber bei Shadowrun sehr gängig. Hallöchen, du Prachtexemplar. Das ist eine zwergische Prostituierte. Ich glaube, es wäre nicht gut für sie, wenn sie mit, ja, ein VR-Game, nur dass du dieses VR-Game fühlst und es wie für dein Gehirn so ist, dass du es wirklich erlebst in dem Fall. Fangirl, grüß dich. Schön, dass du da bist. Hallo Chat, hallo Tikelchen. Hoffe, ihr habt einen schönen Abend und bis jetzt eine angenehme Woche. Danke. Bei mir weißt du es, aber das hoffe ich auch. Digitale Drogen, ja, das trifft es ziemlich gut. Ich will mal gucken, bevor wir hier zur Location gehen, wollen wir hier nochmal mit Frank reden. Wer oder was ist Frank? Komm schon, Frank. Sprich mit mir, Frankie. Vor dir steht ein Ork im Standard-Outfit eines Staffershack-Angestellten. Die Uniform ist in gutem Zustand und sitzt wie angegossen. Doch die Tränen, die sein großes, schiefes Gesicht herunterlaufen, sind nicht gerade förderlich für seine Erscheinung. Er scheint dich nicht bemerkt zu haben. Okay, Staffershack ist sowas wie ein Allzweckladen. Da kannst du im Grunde genommen alles kaufen. Von eingeschweißter Ersatzkleidung über Essen, Klopapier, Medikamente, einfache Knarren, egal was. Staffershack hat alles auf engstem Raum. Das sind diese typischen Klischee-Läden. Ja, die Leute nehmen Deadly Döner, das verstehst du richtig. Die Leute schmeißen sich im Grunde genommen hyperrealistische Erinnerungen in den Kopf über eine Datenbuchse, die direkt mit ihrem Gehirn und Nervensystem verbunden ist, anstelle Koks zu schnupfen. Das ist gängig bei Shadowrun. Ja. Und beim Staffershack, wie gesagt, das ist, ihr kennt doch aus den Filmen diese kleinen Läden, die vollgestopft sind bis unter das Dach mit allen möglichen Quatsch und da sitzt nur ein Typ hinter so einer vergitterten Tür mit einer Pumpkin unterm Tresen. Das ist so ein Staffershack, so eine globale Kette bei Shadowrun. Hey, du musst mir danach noch was erzählen, schreibt sie. Was soll denn das Geflenne? Nein. Hey Kollege, alles in Ordnung. Ich glaube, ich bin mal nett. Döner, ich weiß nicht, ob du und Cat sich heute schon hatten, aber ich verurteile niemanden. Nein, der Ork holt tief Luft, bevor er dich anblickt. Das ist meine Freundin da drüben auf dem Asphalt, die blinde Lucy. Wir waren jahrelang zusammengearbeitet. Oh, ich muss mich mal konzentrieren fürs Lesen. Das ist meine Freundin da drüben auf dem Asphalt, die blinde Lucy. Wir haben jahrelang zusammengearbeitet und jetzt hat der Ripper sie erwischt. Die blinde Lucy?
Angry with the Universe, grüß dich, moin moin, schön, dass du reinschaust. Der liebe Angry haut ja heute Abend auch nochmal digital rein, soweit ich das im Kopf habe. Ich glaube, du fängst um 23 Uhr an, oder? Dann wird noch ein bisschen kreativ gestreamt. Also da er eine Nachteule ist und wahrscheinlich deutlich länger streamen wird als ich, sage ich euch gleich, wenn ich Schluss mache. Nachher wird Angry with the Universe hier gehostet, das heißt, ich schicke euch da weiter. Das steht so und so schon fest. Ihr geht's wundervoll und prächtig, das ist doch schön. 23 Uhr, sehr gut. Da kann ich dann zwar natürlich nicht von Anfang an zuschauen, weil ich bin ja selber noch in Action, aber ich komme nachher nochmal vorbei, weißt du? Läuft. Die blinde Lucy, hat Lucy irgendwelche Feinde? Also Lucy zum letzten Mal gesehen, das ist alles, was ich wissen wollte. Vielen Dank für die Hilfe. Die blinde Lucy, das ist in der Fragen immer, wieso die blinde Lucy? Ach, danke. Er sagt mir gerade, dass ich ein Scherz bin. Angry. Captain des Weißwurst-Äquators. Danke. Ach ja, wollte da auch mal reinschauen. Schön so, während er noch da ist. Ach ja, den wollte ich mir auch nochmal angucken. Frank. Naja, Lucy war nicht völlig blind, aber von Amts wegen galt sie als blind. Sie musste diese riesige Brille tragen und alles direkt vor ihrem Gesicht halten. Aber ein Jahr hat sie neue Augen gekriegt. Aber vor einem Jahr hat sie neue Augen gekriegt. Irgendeine Ahnung, wie sie an die neuen Augen gelangt ist? Sieh mal eine an. War nicht so gemeint. So. Nein, sie hat nicht viel davon gesprochen. Sie hat es nur ihr Glückstreffer genannt. Aber jetzt hat sie ihr Glück wohl verbraucht. Makabere Ansicht. Freakbird. Aber das Game ist ja textlastig. Das ist mein bisheriger Eindruck von dem Game. Ja, es ist wirklich textlastig. Vor allen Dingen so, wie wir es jetzt spielen. Durch das wir ganz, oder dass ich halt auch die ganze Zeit drüber rede. Ja. Das frisst natürlich Zeit. Aber es ist halt auch mehr ein Rollenspiel, was auf einem Pen-and-Paper-Game basiert. Merkwürdig ist im Laden aufgefallen, hat Lucy irgendwelche Feinde? Hast du Lucy beim letzten Mal, zum letzten Mal gesehen? Das ist alles, was ich wissen muss. Ist im Laden aufgefallen? Ich sehe jeden Tag merkwürdiges Zeug. Ist immerhin ein Stuffer-Check, aber nein, nichts, was seltsam wäre. Hat Lucy irgendwelche Feinde? Naja, ich weiß nicht. Nachdem sie ihre Augen gekriegt hat, hat sie sich von ihrem Freund getrennt. War echt ungemütlich. Er war echt sauer und wollte Lucy nicht in Ruhe lassen, bis ihm eine einstweilige Verfügung vor den Latz geknallt hat. Aber das ist alles schon eine Weile her und ich habe nichts mehr darüber gehört. Dann hat Lucy zum letzten Mal... So. Heute hier im Laden. Sie wollte sich am Markt mit einer Freundin treffen, verdammt. Ich wollte mich sogar mit ihr auf den Heimweg machen, aber dann sind wir kurz vor dem Schluss noch Kunden gekommen. Er seufzt. Schwer, schwer. Und mein herzliches Beileid. Moment, du bist nicht zufällig in Ermittlungen verwickelt, oder? Okay. Ja. Photograph, grüß dich. Moin moin, schön, dass du reinschaust. Laura. Die gute Laura. Auf meine eigene Art. Naja, Lucy hatte diese Kette mit einer sehr detaillierten kleinen Libelle daran. Sie hat sie jeden Tag getragen und meinte, ihre Mutter hätte sie ihr geschenkt, als sie Denver verlassen hat. Jedenfalls, du weißt ja, wie Lone Star ist. All ihr Zeug wird eingetütet und weggesperrt, bis die siebte Welt erwachte. Ich dachte bloß... Also ich dachte, wenn du die Kette irgendwie zurückholen könntest, bevor Lone Star alles wegräumt, ich könnte sie der Familie schicken, so viel schuldig ihr irgendwie... Okay. Das machen wir. Wir sind ja keine Bullen. Das machen wir sogar als erstes. Auch wenn er wahrscheinlich Paco zwischendurch rumnerven könnte. Aber... Habe ich das nicht geändert? Ich hatte das eigentlich so eingestellt, dass er es ändert. Aber danke, dass du was sagst. Also... Bei mir steht Shadowrun Returns. Und auch als Spiel. Ich habe jetzt nochmal auf Aktualisieren geklickt. Eigentlich müsste bei euch jetzt auch Shadowrun Returns als Game stehen. So, jetzt bin ich auch wieder im Bild.
So. Wir können ja noch an die Leiche ran. Gulumatz, grüß dich. Ja, es gibt einen neuen Mod. Officer Landers, als du deine Hand gerade nach der Halskette ausstreckst, knallt ein schlager schwarzer Lonestar-Stiefel auf den Asphalt. Was denken wir, was wir da machen? Warte, ich muss von hier wegbringen sofort. Okay, das probieren wir mal. Wir sind nicht umsonst Magier. Wir versuchen mal, die mit dem Geist zu foppen. Du kannst die Verunsicherung auf dem Gesicht des jungen Officers erkennen. Nun, du scheinst zu wissen, was du tust, aber bring das gleich wieder zurück, sobald es sicher ist. Es könnte ein wichtiges Beweisstück sein. Bock dich nach unten um die Halskette zu. Natürlich. Du hebst die Halskette auf, es ist ein filigran geschnitztes Stück Holz in der Form einer Libelle, der kleinen Türkise als Augen eingesetzt wurden. Das Holz fühlt sich für sein Gewicht sehr stabil an, das Holz in der sechsten Welt so selten ist, dürfte dieses richtige Käufer eine Menge wert sein. Okay. Oh ja, Civil War, den Trailer. Ich hoffe, ihr habt den Trailer zum Captain America Film gesehen, zu Civil War. Ich bin ein Riesenfan der Marvel-Filme. Ich bin auch ein großer Comic-Sammler. Ich habe eine Sammlung von über 1000 Stück. Ich bin ein brutaler Comic-Junkie. Und ich habe richtig Bock auf diesen Film, Leute. Ich habe ganz extrem Bock da drauf. Ja, sie wurde befördert. Richtig im Hypen. Ja. Wie gesagt, guckt ihn euch an. Captain America's Civil War. Er lohnt sich. Hallo Frank, sprichst du mit mir? Ich hab was für dich. Da. Gib ein Kammer. Ich bin so froh, wenn ich es für Lucy tun kann. Vielen Dank, ich schulde dir was. Ja, tust du. Deinen Erstgeborenen oder Zweitgeborenen. So, jetzt gucken wir mal nach dem... Ah, nee. Da ist noch ein Typ, mit dem man schnacken kann. Junkie. Ich bin so ein Rollenspielspieler, der jedes Gespräch mitnimmt. Hey Mann, hast du ein paar extra Nullen? Ich brauche bloß ein bisschen Sucrozoom vom Shack da drüben. Geben wir ihm 10er. Wir sind nett, oder? Geben wir ihm 10er. Wir sind nette Leute. Das ist für meine Manga-Sammlung. Ach, Döner, bist du Manga-Fan? Ja, auf den Film freue ich mich auch echt. Der wird geil. Ja, Trailer war auch sehr, sehr gut. Ja, ich finde, was ich ganz cool finde an dem Trailer ist, in Anführungsstrichen, er verrät nicht zu viel, er zeigt nicht zu viel. Gulumatz, guck mal bei mir auf Insta, die beste Stelle im Trailer finde ich. Ja, mache ich nachher, Gulumatz. Nicht jetzt, aber nachher. Ja, hör auf die Sammlung bist du neidisch. Die liebe Dosi ist nämlich auch ein kleiner Comic-Junkie. Komm schon mal, lass uns Coyote finden. Einen Moment, ich will mich erst hier umsehen. Okay, bin bereit, ja. Wir latschen jetzt rein. Ja, so ungern ich das zugeben muss, sie ist noch jünger als ich. Jetzt bei 300. 300 ist aber auch schon eine amtliche Sammlung von Comic-Junkie. Die Royal Apartments. Du stehst vor einem wohl heruntergekommensten Häuserblock, die du seit langer Zeit gesehen hast. Hier gibt es nur wenig Straßenlaternen und ihr schwaches Licht flackert unsicher vor sich hin. Die meisten Gebäude sind beschädigt und beschmiert. Der Gestank von altem, verrottetem Müll und Dingen, von denen du nichts wissen möchtest, was sie sind, ist überwältigend. Es ist kaum überraschend, dass sich die Leute hier BTLs zuwenden. Alles ist besser als das. Der Better-than-Life-Chip ist die neueste Droge auf dem Markt. Du brauchst kein gutes Leben. Slotte einfach das von jemand anderem, lebe ihr Leben und zerstöre aber dein eigenes Gehirn.
Der Haupteingang zu den Apartments ist nicht einmal verschlossen. Das erste, was du hörst, als du hineingehst, ist der Schrei des Junkies nach einem neuen Fix. Es ist Zeit, Coyote zu finden und herauszufinden, was sie über die Nacht weiß, in der Sam starb. Bis 40, da gibt es noch Bedarf. Cat, 30 bis 40 Comics ist ein Anfang. 70 bis 80 ist auch ein Anfang. 300. Ja, die ist gut dabei. Ja, mich überholen, bei mir kommen auch welche dazu. Stell die Kamera auf schwarz-weiß und zieh dir einen Trenchcoat an. Ich habe keinen Trenchcoat, aber ich könnte versuchen, die Kamera auf schwarz-weiß zu stellen, wenn es dir gefällt. Geht das? Das müsste doch eigentlich gehen, oder? Eigenschaften, kriegen wir das hin? Wenn der liebe Angry eine Schwarz-Weiß-Kamera haben möchte. Selbstverständlich. Für den lieben Angry with the Universe organisiere ich auch eine Schwarz-Weiß-Kamera. Das ist überhaupt kein Problem. So, fortsetzen. Auf zu den Apartments. So. Ja, das ist mal ein saftiges Dreckloch. So. Das war. Deadly Tuner, ich geh mal dem duschen. Viel Spaß. Gibt keinen Comicladen mehr bei uns leider. Mein Comicladen hat mehr oder weniger dicht gemacht. Ich habe bis vor einer kurzen Zeit noch 5 Minuten Fußweg von einem Comicladen entfernt gelebt. War super geil. Teuer, aber geil. Finde Comicladen viel cooler als Comics im Internet zu kaufen. Ja, ich find's auch schöner, definitiv. War doch nur ein Spaß. Okay, mach's das gut, kann nicht viel. Spiel unterhaltsam gestalten. Ich gebe mir Mühe. Ja, das sind die Royal Apartments. Ich finde das mit der Schwarz-Weiß-Kamera gerade irgendwie geil. Keine Ahnung, ich lasse das mal einen Augenblick so. Paco, die Royal Apartments. Was für ein Loch. Ja, war da recht. Definitiv. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es für Coyote gewesen sein muss, hier aufzuwachsen. Paco verstummt. Hätte man an dem Punkt nicht einfach nichts schreiben? Oh nein. Wir sind hier, um etwas zu erledigen. Machen wir uns ein Jahr Dreckloch voller Junkies. Sieht aus, als würde Steve J. Geld für ihre Miete und ihre Suche einstreichen. Das ist eine Verschwendung. Dreckloch. Wenn Coyote hier ist, müssen wir uns beeilen. Sie ist gut, aber naja, diese BTL-Typen zahlen gut für Informationen. Womöglich wussten sie, dass sie unterwegs ist. Junkie. Was haben wir denn hier? Es ist ein Rollenspiel, also schauen wir uns erstmal um. Da steht einer. Der Typ da sieht nach Streit aus, da bin ich mir ziemlich sicher. 40 Minuten zum Comicladen, ja. Manchmal ist es das wert. Also ich bin früher auch in eine andere Stadt gefahren, um Comics und Dingenskirchen zu kaufen. So, ich fange mal mit dem Junkie hier an. Psst, hey, du. Das erinnert mich, help. Geile, das erinnert mich an diesen... Psst, willst du ein E kaufen? Ein E. Psst. Gutes Ding. Hast du die Ghostbusters-Comics gelesen, die ziemlich neu sind? Fanservice pur, halte sich stark an die Filme und für ein Universum genial war der leider noch nicht. Ich habe das aber schon ein paar Mal von dir gehört. Ich habe die sozusagen auf meiner inneren Liste, Angry. So, Help. Hallo, Help Junkie. Die Frau kratzt sich nervös am Gesicht und Hals. Wie appetitlich. Bitte, hast du ein paar Nuyen für mich? Du stinkst, du Junkie. Wie geil ist denn das? Steht da so ein 2,50 Meter oder 3 Meter Hauklotz vor so einem kleinen Junkie-Mädel? Du stinkst, du Junkie.
Es ist so. Das könntest du einen Aushalt brauchen, ein paar Nullen für einen besseren Life-Chip, was? Kratzig ist auch nicht mehr. Das kannst du mir als Gegenleistung anbieten. Ich hab nichts, was ich für dich tun kann, Mann. Das geht alles für BTL drauf. Alles, alles. Bitte nur ein paar Nullen. Vielleicht kann ich dir was für Informationen geben. Frauen gesehen heute bewaffnet und auf Ärger aus. Okay. Ja, nein, zum Teufel. Was willst du hören? Ich sag dir alles, egal was. Ich flehe dich an. Knie und flehe dich an. Du solltest verschwinden. Aber, es macht doch keinen Sinn. Die BTLs sind hier. Ich brauche nur etwas. Sie kollabiert, wimmert und ist völlig aufgelöst. Joa. Das ist mal ein Junkie. So. Ich mag meine Schwarz-Weiß-Kamera. Ich werde die nicht so lassen, aber ich mag meine Schwarz-Weiß-Kamera. Hier ist noch ein anderer, mit dem schnacken wir auch nochmal. Der könnte aber Zoff bedeuten. Mehr von denen? Das klingt, als wenn der was wissen könnte. Da. Hey, hör auf, hier rumzuschnüffeln. Schnauze. Sich ein Loch zu befinden, schiebt den Schrank aus dem Weg. Bin Troll. Das ist ziemlich baufällig, ein Loch kann sein. Warum habe ich das Gefühl, dass das Coyote sein könnte? Miss Wicked, grüß dich. Schön, dass du da bist. Auch dir wünsche ich einen chilligen Abend. Ich habe euch allen noch keinen entspannten Abend gewünscht. Doch, habe ich. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen entspannten Abend. Schön, dass du reinschaust. Du hast den Recap und den Weg zum, zu den Apartments verpasst. Ich weiß nicht, ich hoffe, du hast noch einen Großteil. Die Schwarz-Weiß-Kamera ist übrigens auf Wunsch von Angry with the Universe. Er hat sich auch noch einen Trenchcoat dazu gewünscht, aber den kann ich leider gerade nicht liefern. Und ja. Ich bräuchte auch noch so einen Casablanca-Hut. Und dann müsste mir so ein bisschen Wind von hier ins Gesicht wehen und es müsste hier regnen. Dann hätten wir die Atmosphäre, die er, glaube ich, gerade im Kopf hat. Dein Tab ist da. Cool. Wicked, ich mal morgen. Ich habe heute den späten Stream zum Gamen angesetzt, weil ich jetzt, ich bin eine halbe Stunde vor Streambeginn zu Hause gewesen. Und da habe ich gedacht, zocken wir heute Abend eine Runde und ab morgen. Morgen wird ganz normal um 20 Uhr wird gezeichnet mit allem drum und dran. Du kannst dann nebenbei ein bisschen was zeichnen. Zum Beispiel irgendwas hier aus dem Game, den Troll oder was anderes, um vielleicht ein bisschen rumkritzeln, ein bisschen üben. Und Fragen stellen zu Kreativzeug könnt ihr mir natürlich trotzdem nebenbei. Das nur weil ich zocke, ist das ja nicht ausgeschlossen. Trauriger alter Mann. Ihr kommt nicht von hier, was? Wozu schleicht ihr hier rum? Immer mit der Ruhe. Opa, ich will nur ein paar Infos, dann bin ich ja schon weg. Sieht zwar schon ziemlich übel aus, aber ich kann trotzdem noch schlimmer für dich machen. Jetzt. Okay. Hm. Irgendwas Besonderes gesehen, das klingt nicht. Oder ja, Schüler bin, muss ich. Ja. Hm. Aschreie, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ist doch gut, nein. Miss Wicked, wo kommst du denn nicht mit klar? Mal nebenbei. Funktioniert das Tablet nicht? Also die Einstellung nicht, die Installation? Oder findest du dich nicht durch das, durch die Programme? So. Weint da ein Baby im Hintergrund? Krass. Ja, in diesem alten Körper ist alles hinüber, außer meine Augen und Ohren. Es gab vorhin einen ganz schönen Aufruhr da oben. Stevies Leute sind ziemlich nervös. Dieser hübsche junge Ding ist hier vorhin vorbeigeschlichen, ganz wie ihr beide jetzt. Ich wusste schon, dass sie nicht für BTL hier ist. Keine Ahnung, wie sie nach oben gelangt ist. Aber es fliegen deutlich mehr Schüsse als sonst um diese Uhrzeit. Okay. Wer runtergekommen ist, was hat damit zu tun ist, ne? Nö, ein paar von Stevies Leuten sind vorbeigekommen und haben gefragt, ob irgendwas gesehen hat. Ich habe schon ein paar Klappe gehalten, jawohl. Wo steckt Stevie? Gelang in die oberste Etage. Gut, da haben wir ja schon den Schrank beiseite geschoben. Dann. Was haben wir denn hier? Erstmal die Pinsel. Die Pinsel, ganz ehrlich, das ist zurechtfinden und üben und rumprobieren. Wenn's, was die Programme angeht,
Da kann ich dir auf jeden Fall morgen was zu zeigen. Und das mit den Stiftetreibern, das ist, du kannst über das Programm, also über den Treiber von Wacom, kannst du ein Einstellungsinterface aufrufen, aber da habe ich selber auch nicht viel verstellt. Ich habe nur so ein bisschen die Drucksensitivität und sowas eingestellt und ein bisschen rumgespielt damit. Viel mehr habe ich da gar nicht gemacht. Den Rest mache ich eigentlich über die Programme. Das kann ich dir aber gerne, da müsstest du dich dann nur leider gedulden, morgen ohne Probleme genau zeigen. Also da können wir gerne mal ein bisschen durchgehen. Morgen ab 20 Uhr wird ja wieder kreativ gestreamt. Ups. So. Für das Treppenhaus an den obersten Stock. Ganz oben Stock, herzlich für einen König hier. Sicher, ich habe in meiner Wohnung eingerissen, um da rauszugelangen. Sehr clever. Sehr clever, was bist du denn an so einen Ort gelangt? Du sollst in einem Konzern arbeiten. Schlange, habe ich auch mal. Das ist eine lange Geschichte. Ich sag euch was, geht ruhig durch meine Wohnung ins Treppenhaus. Geht und rettet eure Freundin. Yeah. Cool. Da könnte ich durchgucken. Das werde ich auch gleich mal machen. Ach, jetzt hat er uns die Tür geöffnet. Das ist natürlich auch geil. Wicked, das ist normal am Anfang, dass du keine gerade Linien kriegst. Das war bei mir auch so. Das ist wirklich normal. Also da, bevor man sich daran gewöhnt, das ist halt das, was ich sage, am Anfang brauchst du ein bisschen, um dich an ein Grafiktablett zu gewöhnen. So, Leute, bevor ich jetzt hier weiter marschiere, möchte ich gerne mal kurz schauen, was mit dem Typen ist, der hier steht. Weil ich so ein, der mit den Z Riker. Hör auf mit dem Gebettel, der Junge hat Schulden und die bezahlt er jetzt. Okay. Bitte, Riker. Der hat ein Schwert auf dem Rücken. Er ist mein Sohn. Okay. Okay. Steige, bevor ich dir irgendwas breche. Ich kann ihn auch nach oben schicken. Willst du, dass ich ihn Stevie überlasse? Vielleicht nachdem er das Mädchen getötet hat, das wir gefunden haben. Du Schwein, gib mir sofort Zipper zurück. Zipper. Oder du blutest mir aufs Hemd. Zipper ist so gut wie tot. Beschaff dir ein neues Balg. Oh Gott, nein, bitte nicht. Okay, ich würde sagen, den Typen machen wir mal platt. Die Idee finde ich gerade cool, den jetzt alle zu machen. Das ist eine Computeranlage. Farbe in den Bildschirm klatschen. Asriel, Fender, ich weiß aber gerade leider nicht, wie das Programm heißt. Kannst du den Chat auslesen, Rain and Leo? Meinst du Chatty? Das benutze ich auch, darüber sehe ich euch. Na super, nee, ich will lieber. Die brauchen keine extra Programme. Bis morgen, Gulmatz. Ciao, Gulmatz. Ich wünsche dir noch eine chillige Nacht. Danke, dass du reingeschaut hast. Ich werde noch sag mal gute Nacht und bis morgen. Ciao, Cat. Danke fürs Reinschauen. Dir noch eine chillige Nacht. Ich kann es ja auch wieder normal machen, Leute. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ich gebe euch gern die Farbe zurück. Konfigurieren. Das ist ein bisschen doll. Wow, da. So, jetzt gibt es mich auch wieder in Farbe. Alles gut. Kannst du Sepia? Ich könnte bestimmt Sepia, wenn ich es versuchen würde, aber ich glaube, jetzt ist genug der Farbgespielerei. Gib's uns mit Farbe. Ich geb's euch so richtig. So, ich möchte jetzt erstmal den Jungen hier retten. Riker. Okay, schnappen wir uns Riker. Ich habe hier noch nie gesehen, Mann. Hast du irgendwas Besonderes vor? Ich glaube, ich werde mich erstmal umsehen und darüber nachdenken. Also, kein Starfish, kauf etwas oder verpiss dich.
Ey, fass das nicht an. Der will anscheinend Streit. TK in Sepia. Doom, grüß dich. Na? Was war das für ein Geräusch? Augen bleiben kalt. Wer weiß. Könnte alles möglich sein. Wahrscheinlich hat irgendwer einen falschen BTL. Das falsche Ende seines Yakuza-Exekutions-BTL erwischt. Wir haben sie alle. Ich kann nicht anschließen, wenn du möchtest. Ich habe mich dazu entschieden, dir gewaltig in den Arsch zu treten. Ja. Ich bin kein guter Schütze. Geht der Typ da nochmal drauf? So. Jetzt sind die beiden anderen Spinner da. Na gut, dann machen wir die jetzt halt auch noch platt. TK spielt Ballerspiele. Schlimm! Ballerspiele! Friedbert. Ich will den TK in Schwarz-Weiß Zeug. War angenehmer fürs Auge. Danke, Doom. Sehr lieb von dir. So. Besser schießen lernen. Hau mal den, ob er eine Knarre hat. Idiotenwürste. So. Da geh mal drauf, Kollege. So. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in Deckung. Okay. So, da haben sich wahrscheinlich jetzt gerade irgendwelche Typen. So, die haben wir platt gemacht. Sehr schön. Auf dem Rundflug. Stuff machen hier. TK spielt Ballerspiele, schlimm, ne? Ich bin ein böser Junge. So. Jetzt machen wir mal eins nach dem anderen. Diese zugedröhnten hier bringen mir gerade nichts. Siehst du nicht, dass ich arbeite? Verschwendung, komm, Liebe. Den legen wir um. Hilfe, Hilfe. Nein. Oh, wieso rennen die immer alle weg? Au!
komischen BTL-Koch, den machen wir platt. Die Reise nach Miami schon gebucht. Jetzt geht's ja los hier. So, jetzt wollen wir erstmal gucken, ob wir den Jungen erfolgreich gerettet haben. Das war ja die Idee dahinter. Zipper. Wir haben Zipper gerettet. Nice. Das hat echt Glück. Wer würde ich mich... aber danke. Kannst du vielleicht meinen Vater holen? Ja, natürlich. Selbstverständlich kann ich hier noch rumrennen und deinen Daddy suchen. Alter Schwede. Ey, Daddy. Hast du was in deinem Apartment, was ich gebrauchen kann, Daddy? Da. Ich bin aber auf dem Arsch. Kampfstimulanz für 5 Runden. Schick den Gegenstand in den Vorrat. Jo. Fertig. So. Wir sind so pam, pam, pam. Nicht klar. So, so ein Gerät. Yen. Gucken, hat er hier noch irgendwas Cooles? So, ich muss. Ja, Angry muss gleich streamen. Ich wünsche dir viel Spaß und wir sehen uns nachher. BTL-Bibliothek. Das ist eine fröhliche BTL. Ja. Das scheint ja gut für die gewesen zu sein. Jetzt checke ich hier nochmal kurz den Raum hier hin. Da ist nämlich, da ist noch was zum Einsammeln. Wo wir den Typen weggeboxt haben. Passcode zum Aufzug der Royal Apartments. Nice. Gehen wir jetzt durch den Fahrstuhl? Nee, ich will die Wohnung da hinten erkunden. Hounsel Crowdman. Genau, bis später. Dein Face mehr in die Kamera. Ja, ich versuche nur nebenbei mal den Chat ein bisschen zu lesen, aber ich... machen wir es mal so. Hast ja recht. Man sollte ja auch schon mal sehen, dass ich, ne? Also, dass ich hier so, ne? Hier so, so. Und so. Face und so. Wer bist du? Check, wieso kann ich mit dir nicht reden, Torte XY? Ich hab hier keine Lust mit mir zu reden. Ugh. Toxischer Geist? Wieso macht die Tür zu und sperrt uns da drin ein? Ist die irgendwie doof? Ja. Was sind 3 Teufelsnamen? War das jetzt? Ja. Mit ihr reden kann man nicht. Egal, dann gehen wir mal nach oben, würde ich sagen. Lass uns gehen. Ab nach oben. Nein, ich habe Pacos Satz gar nicht vorgelesen. Oh mein Gott. Ich hoffe, ihr könnt das verkraften. Das Penthouse. Stevie J's Penthouse könnte vor langer Zeit einmal schön ausgesehen haben. Stilvoll sogar. Doch jetzt scheint das flackernde Licht der Neonröhren nur auf zerfetzte Möbel, Berge aus Müll und Kisten, die wer weiß was enthalten. Dennoch, im Vergleich mit dem Rest des Gebäudes gleicht das Penthouse einem Palast. Der einzige Makel an diesem scheinbaren Luxus ist der Schmerzensschrei einer Frau, gefolgt von Gelächter. Jemand wird zum Vergnügen anderer gefoltert. Du wagst dich weiter ins Penthouse vor. Natürlich, wir machen die jetzt alle platt. Wir vernichten die jetzt. Weil wir so ultra krass sind. Gelangen ins Rüstung Fantas. Ach gut, jetzt sind wir hier schon im Fight Mode. Okay.
geile Aktion. So. Da ist irgendwas ein magischer Zirkel oder so ein Shit. Ich glaube, ich habe einen Heilzauber. So, wirken wir doch mal Heilzauber. Sehr gut. Oh, der muss aufladen. Naja, blöd jetzt für Paco, aber der schafft das schon. ich könnte nochmal nachladen. Dauerfeuer? Kann nebenstehende Ziele treffen, ne? So, dann bewegen wir uns nochmal ganz lässig hier hin. Hier ist irgendwo ein arkanes Symbol, da will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt drauflatschen. So. So, weil da, seht ihr das? Das sind magische Symbole, sowas können ja Schamanen in dem Fall sehen oder Magier. Gucken wir mal. Doom, Grab Nazi. Dann, kann sein, dass ich mich überfordert fühle, aber das checken wir mal. Dr. Gefall. Über Freebird. Die letzten sechs nicht. Stehen und okay. Ihr macht das schon, Leute. Ich zock mal nebenbei ein bisschen weiter. Linie, cool, das Ding gibt mir Power. Das ist natürlich geil. Ich will gerade eigentlich mal irgendwie. So. Ich will mal kurz rausfinden, ob da was ist. Hier scheint wirklich komplett nichts zu sein. Linie, das ist cool. Benutzen wir mal unsere Zauber. Das ist ein guter Zauber. Läuft. So, ich hoffe, ich habe den Mage gekillt. Das wäre das Beste bei der ganzen Aktion. Und blockiert ist. Den brauche ich jetzt noch nicht. Dann kann ich stattdessen lieber hier hin vorrücken. Ich gehe hinter dieser Blume der Macht in Deckung. Primlauf Power hier. Das nehme ich mal hoch. Also mal gucken, was da los ist. Da ist der Höllenhund drin. Der Raum hinter den Gitterstäben ist ein stinkendes Loch voller verbrannten Fleisch und Hundekot. Ein gewaltiger, mit Peitschennarben übersäter Höllenhund begrüßt dich mit einem tiefen Knurren. Die Augen des zweiten Höllenhundes leuchten teuflisch aus der Ecke heraus. Da sind zwei Höllenhunde drin. Sehr gut. Ja, schieb mal das Zeberfleisch da durch. Die Höllenhunde verschlingen das Zeberfleisch in nur wenigen gewaltigen Bissen und geben ein zufriedenes Knurren von sich. Ich lasse die mal raus. Ich weiß, das ist ein bisschen plemplem. Aber ich lasse die mal raus. Kann ich den jetzt sehen? Nein. Mist. Jetzt muss ich mich ein bisschen bewegen. Kann ich den jetzt sehen? Sehr gut. Shit. Hätte ja klappen können.
Sprechanlage des Penthouses. Okay. Tarisch? Okay, ich hab's dann. Stevie J. Denkst du wirklich, du kannst hier einfach reinkommen und in meiner Bude rumballern? Weißt du überhaupt, wer ich bin? Ja, du bist der Typ, der so viel Fresse hat. Der Typ, den ich heute umniete. Pfosten. Panzer auf mich. Und Feuer auf den Spinner. Verfehlt? This is not good. Der Typ mit seiner Base, der holt doch überhaupt nichts. Nein! Das ist ein Magier. Fuck it. Hat er mich verfehlt? Der hat mich nicht verfehlt. Technisch gesehen könnte ich mir Hilfe beschaffen, indem ich ein Elementar beschwöre. Luftelementar ist eine gute Lösung. Angehen. Feuerzauber. Box den nochmal um, bitte. Willst du die? Nee, ist klar. Yo. Ich sollte mich mal kurz selbst heilen. Box ihn um, box ihn um, box ihn um. Alter, wie viel kann der denn einstecken? Oh, der hat mich gerade mit einer Granate beworfen. Punk. Und ich habe die Kontrolle über mein Elementar verloren. Shit. Der Kampf läuft nicht gut. Der Kampf läuft nicht gut. Und ich kann mich nicht heilen. Medipack, mich selbst. Mal den Heilpoi um. Nein, ich kann nicht. Mit einem blutigen Gurgeln verabschiedet sich Stevie J. Ja, mit einem blutigen Gurgeln verabschiedet sich Stevie J von dieser Welt. Sehr gut. Jetzt renn zurück und hilf mir. Sofort. Okay, jetzt sauber. 16 ich müsste mal mein eigenes Feuerelementar besiegen, sonst habe ich gleich ein Problem. Nee, erstmal muss ich mich heilen. Ich will hier keinen Fail landen und drauf gehen. Autsch, das könnte dauern. Oder auch nicht. Mein eigenes Elementar macht mir gerade mehr Probleme als alles andere. Könnte mein eigenes Elementar aufhören, mich zu vernichten? Yes! So. Sowas passiert übrigens, wenn man bei Shadowrun die Kontrolle über seine eigenen Geister verliert, dann muss man so blöde Sachen machen und hat so blöde Probleme wie diese. So, bevor ich durch die Tür mit den komischen Höllenhundviechern renne, gucke ich mich hier jetzt erst einmal kurz um. Will den Job nicht. Was zum Henker schreibt ihr hier? Findest du die türkische Luftabwehr gerechtfertigt? Ja, war wohl nicht mit
Ja, war wohl nicht mit Antworten. Nichts. Mugot ist überfordert. Gratulation, Lara, du hast den Job. Immer diese Gewalt. Will den Job nicht? Ja, echt, aber du Tore streichen würde das Fass sprengen. Was zum. Naja, wenn du jemanden mit zwei Köpfen findest, alles zusammen. Aber ist okay, ihr macht das. Alles cool. Da liegt Stevie J. Guck da mal rein. Das, was zum Aufsammeln fuckelt. Okay, ich bin gerade falsch gegangen. Das war gerade so ein. Nein. Ich otto hier gerade ein bisschen rum. Sorry, Leute. Ich bin gerade nicht schlau. Weil da ist was zum Einsammeln. Hier ist offenkundig nichts zum Einsammeln. TK nicht mehr mit. Ich übrigens auch nicht mehr. System Overload. Nein, ich bin nur gerade so im Sicherheitsausblendmodus. Passcode für das verstorbene. Stevie J's Passcode. Cool. Heißt das jetzt, ich kann die komische verschlossene Tür öffnen? Da darf ich wohl nicht rein. In der Küche ist nichts Spannendes. Gucken wir mal, was die Höllenhunde von mir halten. Da war er nicht. Wenn ich jetzt Glück habe, lassen die Höllenhunde mich in Ruhe. Wenn ich jetzt Pech habe. Das Zebrafleisch mitzunehmen war ein extrem guter Plan. Okay, die ist nicht gut im Nahkampf. Sind wir der Magier Carsten, der sie zur Hölle. Yes, cool. Cindy, Dossi, Cindy, danke, dass du reingeschaut hast. Ich wünsche dir noch einen chilligen Abend und viel Spaß bei was auch immer du noch treibst. Und ja, wir sehen, hören uns irgendwie, denke ich mal, die Tage auf jeden Fall. Ciao und gute Nacht, weil ist ja schon spät. Es ist auf Fuß. Das nicht so hart arbeitende Volk geht als erstes auf. Coyote, da ist sie. Ist jetzt nicht so das Geschoss. Naja, ohne Narbe. War auch Zeit, dass du hier auftauchst, Paco. Wann hast du da, wen hast du da mitgemacht? Nur ein weiterer Profi. Ich muss ja ein paar. Jetzt gerade bin ich die Person, die den Arsch rettet. Ich verstehe und. Ich danke dir. Müssen dich zurück in die Union bringen. Mrs. Kubota hat eine Krankenstation im Untergeschoss. Nein, Coyote spricht mit aufeinandergebissenen Zähnen. Nein, ich muss erst beenden, wofür ich hergekommen bin. Ich muss etwas für Mr. Delilah finden. Ein Geheimversteck voller Edelsteine. Delilah, ich dachte, du hast gesagt, du würdest nie wieder mit dem Kerl zusammenarbeiten. Okay, Paco, ich brauche eine Ausrede, um hierher zurückzukommen und ein paar Schulden zu begleichen. Hab mir gedacht, ich könnte genauso gut dafür bezahlt werden. Ihre Stimme bleibt stark, aber ihr Körper beginnt zu zittern. Mecker nicht dumm. So, wen haben wir denn da? Du musst ärztlich versorgt werden. Ich suche die Edelsteine. Coyote sieht aus, als würde sie widersprechen wollen, sagt aber nichts. Lass uns verschwinden. Da schwebt eine Sprechblase. Cool, oder? Kann ich jetzt die Höllenhunde mitnehmen? Oder muss ich die beiden Höllenhundis da lassen? Schade. Da ist eine Tür. Machen wir die mal auf.
Yeah. Auf der Kiste liegen ein paar Nuyen. Fett. Nur ein Haufen altes Zeug. Hm. Geld mal von der Nuyen und ein Medikit. Hm. Hm. Da kann man nicht hin. Das scheint sein komischer Psychotenthron zu sein. Mal gucken, wo hier noch was sein könnte. Sorry, Leute. Kann man da irgendwie noch hinten durch ran rein in dieser Psycho-Folterkammer? Schmarotzer gehen als erstes auf. Buddy! Alter Zeta-Kasper. Ja, der Höllenhund will anscheinend nicht mit mir spielen. Okay. Ich befürchte, mit dem Hund könnte ich noch einen Spaß haben. Okay, wenn das so weitergeht, keine Munition mehr. Werde ich mich jetzt erstmal heilen. Das Problem ist, ich habe einen Feuerschaden. Ich habe einen Feuerzauber und das ist ein Höllenhund. Die bringen original nichts gegen die Viecher. Pestilenz, ich sollte keine toxischen Geister großartig beschwören. Mann, ist das viel hässlich. Ja, greif den Pestilenzgeist an und greif nicht mich an. Ihr könntest mal aufhören, mich anzugreifen, danke. Ich habe noch ein Medipack, sehr gut. 20 Leben geheilt, sehr gut. Bestätigen. So, der Höllenhund ist weg und dieser komische Pestilenz. Für einen Spruch gibt es 2W16 Schaden. So, jetzt sind wir in dem Apartment. Mal sehen, was wir hier finden. Da ist doch was. Ne? Beutel wertvoller Edelsteine. Hm, seltene Steine. Hier scheint es nichts mehr zu geben. Also gehen wir mal zu der Fahrstuhlkontrolle. Willst du zur Seastress Union zurückkehren? Ja, wollen wir. Ich mache mir nebenbei mal so einen Müsli-Riegel auf. Zurück in Union. Obwohl Coyote auf ihren eigenen zwei Beinen stehen will, muss ihr Paco durch die Tür in die Seamstress Union helfen. Köpfe drehen sich in ihre Richtung und im vorderen Bereich der Bar wird es merkwürdig still. Paco steht nur an ihrer Seite, er sagt nichts, aber seine dunklen Augen blitzen vor Wut. Coyote drückt einen Stofflappen auf ihr zerfetztes Gesicht. Sie zuckt leicht, aber es gelingt ihr, sich zusammenzureißen und den Schmerz mit tiefen, langsamen Atemzügen unter Kontrolle zu bringen. Bei genauem Hinsehen stellt sie fest, dass von ihrem Arm nicht mehr viel übrig ist, außer ein paar Fetzen Fleisch und gebrochene Knochen. Das Ganze nur von Sehnen und verbrannter Haut zusammengehalten. Es würde ein Wunder gleichkommen, wenn sie den Arm am Ende der Nacht noch haben würde. Klingt sportlich. Entschuldigt mal ganz kurz. Ich will nur kurz einen Happen einwerfen.
Ich weiß, dass sich Lesen und Essen nicht verträgt. Was zum Henker steht denn da hinter der Bar? Besser Abend dran und so weiter. Mrs. Kubota kümmert sich selbst um die Bar, als Paco die geschundene und blutende Coyote in die Union Halb hereinträgt. Sobald die Chefin ihre vermisste Barkeeperin erblickt, wird es sehr schnell ruhig in der Bar. Bis sie es geschafft hat, um die Bar herumzugehen und euch mit euch entgegenzukommen, ist Coyotes Gesicht aschgrau geworden und ihre Augen zeigen sich Furcht. Die Frau hat sich Höllenhunden bereitwillig entgegengeworfen, aber beim Anblick von Miss Kubota blickt sie zu Boden und kommt ins Stottern. Die gute Miss Kubota scheint, Vielen Dank fürs Reinschauen, Aschreit. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht und einen möglichst entspannten Start in den morgigen Tag. Danke, dass du ein bisschen zugeschaut hast. Miss Kubota, Mädchen, wie kannst du es wagen, zwei Schichten zu verpassen und dann auch noch zurückzukommen, um mir den Boden voll zu bluten? Das nenne ich einen herzlichen Empfang. Die Frau ist eine wahre Perle. Es tut mir fürchterlich leid, Miss Kubota. Bei meinem letzten Run ist etwas schiefgelaufen. Sokka, dann kann ich selbst sehen. Dein Arm ist schlimm zugerichtet. Hast du wieder auf deinem Kreuzzug? Antworte nicht. Du würdest mich nur noch wütender machen. Ich muss mir Sorgen um dich machen, Coyote, und das hat mich mein Geschäft abgehalten. Hi, Miss Kubota. Ich entschuldige mich nochmals. Cherry, bring sie nach unten zu Dr. Castle. Ja, Ma'am. Unser Castle, dass sie den Arm mit etwas Neuem und Glänzendem ersetzen soll. Miss Kubota, ich kann mir keinen Cyberarm leisten. Ich bin mit deiner finanziellen Situation bewusst. Wenn du geheilt bist, werden wir über das Konzept des Giri sprechen, der Ehrenschuld. Und jetzt geh, blute woanders den Boden voll. Hey, du kriegst jetzt Schulden, ob du willst oder nicht. Das ist sehr Shadowrun-like. So funktioniert die Welt. Kammer halt zwei, cool. Ihre Wut auf Coyotes leichtsinniges Handeln verschwindet langsam aus ihren Augen und wird von Tränen verdrängt. Sie schnieft, wischt sich die Tränen aus den Augen und neigt den Kopf zu dir. 1000 Yen, geil. Domo arigato. Big T, diese Mädchen bedeutet mir sehr viel. Taten wie diese sieht man nicht besonders oft in den Barons. Du hast meiner kleinen Familie einen großen Dienst erwiesen und ich heiße dich in meinem Heim willkommen. Betrachte es als ein eigenes Zuhause, solange dein Job dich hier festhält. Aber wir wissen... Entschuldigung. Aber wir wissen beide, dass Worte nur heiße Luft sind. Abgesehen von einem unendlichen Dankbarkeit biete ich dir auch noch diese Belohnung an. Bitte nimm sie als Zeichen meiner Anerkennung. Ich fühle mich geehrt, Miss Kubota. Danke, wir sind ein Magier mit Stil. Natürlich wissen wir, wie wir uns ausdrücken. Du bist mehr als willkommen und ich biete dir mehr als nur eine Unterkunft. Du wirst herausfinden, dass die Union mehr ist, als man mit dem bloßen Auge erkennen kann. Cool. Unter uns ist eine kleine Anlage, die anschließend anspruchsvoll unabhängige Agenten wie dir vorbehalten ist. Dort findest du Händler, die dir die beste Ausrüstung, die man auf dem... Wie geil ist das denn? Die man auf dem Schwarzmarkt erwerben kann, zu verkaufen anbieten. Einen vollständig ausgerüsteten Cyberdog und einen sicheren Platz zum Ausruhen, wenn der Dreck am Dampfen ist. Wie geil ist denn das? Die sind ziemlich geschäftstüchtig. In der Tat, normalerweise verlange ich einen Einkommensanteil der Shadowrunner für den Benutzen dieser Anlage, aber wie ich bereits sagte, du gehörst jetzt zur Familie. GFC auf dem Klavier, cool. Wie geil ist denn die Idee? Finde ich extrem nice. Option, trifft dich mit den Schwarzmarkthändlern. Miss Kubota können wir reden, wenn wir, Van Grass? Wer zum Henker ist Van Grass? Das wollen wir wissen. Direktor Koala! Grüß dich! Danke, dass du Hallo sagst. Meine besten Grüße an den lieben Angry. Ich weiß, der ist drüben in Action. Aber vielen Dank dir fürs Reinschauen. Van Grass. Van Grass spricht in sein Comlink, verwaltet sein Hut und gestikuliert in Richtung eines in der Nähe stehenden Runners. Alles zur gleichen Zeit. Er ist ein intensiver kleiner Mann. Du hast das Gefühl, dass es ihm gefällt, beschäftigt auszusehen. Ich bin Van Grass, fass dich kurz. Die Geschäfte laufen gut. Sprich mit mir. Yo.
Miss Kubota sagt, du bist ein Schieber hier in der Straßenarbeit, hast du irgendwas so? Er sieht dich immer noch nicht an. Er ist zu beschäftigt. Heute Nacht habe ich nichts für dich. Sorry, erledige gerade etwas anderes. Wichtige Sache, bis dann. Okay, hey Mann, eine Sache noch. Er legt sich die Hand auf den Comlink und dreht sich in alle dreht sich in deine Richtung. Sein Blick haftet jedoch immer noch an seinem Hart. Was war denn das für ein Geräusch? Hab ich das gerade gemacht? Kein Stress, Koala. Alles cool. Ich weiß ja, dass Angry streamt. Ich weiß ja, dass Angry streamt. Ich muss dazu sagen, Leute, ich habe 10 Stunden geschnackt heute. Wenn ich mich manchmal ein bisschen verhaspel oder mich ein bisschen verlese, tut's mir leid. Aber ich habe heute schon sehr, sehr viel geredet. Aber wir kriegen das hin. Kein Stress, Koala. Ich komme nachher auch noch rüber zum lieben Angry with the Universe. Aber ich will erstmal noch ein bisschen mein Programm hier laufen haben. Also entspann dich. Alles ist gut. Aber danke, dass du dir bei so viel darüber so viele Gedanken machst. Ich bin auch ein Hehler, wenn du etwas loswerden möchtest. Ich bin ein Mann. Wir haben da noch so einen Schwung Edelsteine. Was passiert, wenn ich ihm die anbiete? Vielleicht später, schade. Das werde ich mir merken. Okay. Der Typ, den ich angeprellt habe. Cool. Johnny ist hier auf seinen Schamanne. Beobachte die Kunden der Union. Was ist denn, Johnny? Ich versuche herauszufinden. Danke für den Hinweis neulich. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ja. Spiel den Flohwalzer. Du bist ein Naturtalent, du solltest das mit dem Shadrunning aufgehen und lieber als Konzertpianist um die Welt reisen. Johnny sieht allerdings nicht besonders beeindruckt aus. Okay. Du hast Ton für Ton nach der richtigen Taste auf dem Klavier. Eine wundervolle Erinnerungsfunken glimmt in dir auf, nur um sofort zu erlöschen, als das Klavier nach links gleitet und eine verborgene Treppe zum Vorschein kommt. Cool. Kein Stress, DK. Leute, ich bin nicht im Stress. Alles gut. Das, was ich im Herz eines Runners nur wünschen könnte, in einem einzigen Ort versammelt. Das muss ich mir für meine nächste Pen-and-Paper-Runde merken. Der Laden ist geil. Das haben die sehr, sehr cool gemacht. Gefällt mir richtig gut. Okay, die chillen. Da ist der Unterschlupf groß. Was ist denn das für ein Laden? Hey. Wie ultra ist denn da? David Fry, der Zweite. Jeder Zentimeter der Technik-Ecke ist von einem chaotischen Wirrwarr aus Platinen, Chips, Drähten, Bildschirmen und allen möglichen anderen unidentifizierbaren Dingen bedeckt. Im Auge dieses Sturms aus Technikteilen steht ein makellos gekleideter und von vollkommener Ruhe gezeichneter Zwerg. David Fry, der Zweite. Ich kenne diesen Blick. Lass dich von der Größe des Ladens nicht täuschen. Ich kann dir alle Arten von Matrix-Hardware besorgen, die es gibt. Und wenn es sie nicht gibt, dann kann ich sie für dich entwickeln lassen. Hast du irgendwelche Fragen, mit denen ich dir helfen kann? Oder gibt es etwas Bestimmtes, was du brauchst? Bis später. Deckerbrunnen. Oh, wie unhöflich von mir. Lass mich dir unser ansässigen Deckerbrunnen, meinen guten Freund Johnny Green, vorstellen. Das ist ein Decker, cool. Schönes Ding. Obwohl er noch dieselbe Uniform trägt, ist in den oben angetroffen, das scheint Johnny Clean zwischen all diesen Platinenkabeln und Chips eine vollkommen andere Person zu sein. Du hast den Eindruck, dass Herr Johnny einmal eine berüchtigte Decker seiner Zeit gewesen sein muss. Cool. Du warst da oben ein ganz schönes Arschloch, aber ich gebe dir hier unten eine zweite Chance. Warum ist das so wie ein Hausmeister? Acme Mirage Teams warst? Warum bist du angezogen wie ein Hausmeister? Bin ich oben aufgefallen? Nein, Hausmeister fallen nie auf. Als ich jünger war, hatte ich den Ruf, so clean ins System hinein und wieder hinauszukommen, dass niemand merkte, was überhaupt da war. Die Hälfte meiner besten Matrix-Runs war nur möglich, weil ich mir als Hausmeister unbemerkt in die Einrichtung eingeschlichen habe. Wie wird Decking eingesetzt? Gut, das wissen wir so. Och, mir geht's ganz gut, bis auf, dass ich ein bisschen müde bin. Aber danke der Nachfrage, Koala.
Echo Mirage. Echo Mirage ist so eine Art Shadowrun-Mythos aus der Entwicklungszeit von Shadowrun. Und zwar ist es so, dass es mal im World Wide Web von Shadowrun, also in der Matrix, eine Art großen Zusammenbruch und ein Supervirus gab. Und damals war dieses ganze Decking in der Entwicklung. Und dann gab es eine Matrix-Spezialeinheit, also eine Art Elite-Team von ersten Deckern. Das war Echo Mirage. Das war eine Truppe, die in die Matrix gegangen ist und diesen Supervirus bekämpft hat. Und die sind so eine Art Decker-Mythos, um die sich jede Menge Legenden und Geschichten ranken bei Shadowrun. Sehr, sehr cool. Es ist immer so, wenn man im Pen and Paper dann einen Decker hat und dann auf einmal irgendwie ein Thema oder ein Hinweis um Echo Mirage kommt, ist es so, Stimmt, ist das immer Teil von Echo Mirage? Lass mich das beantworten. Hör zu, ich kenne diesen Kerl jetzt schon über ein Jahrzehnt und er war klug genug, mir das nie zu erzählen, also wird er dir garantiert nicht ein Wort über diese Zeiten verraten. Für euer beider Wort würde ich vorschlagen, dass du das Thema einfach vergisst. Ja. Die Fertigkeit Decking wird oft nur benutzt, um auf Konsolen in der realen Welt zuzugreifen und so. Formationsbedingungen und Türen. Okay, das ist ein Wissenstext, man sieht sich. Theodor Buster Gruberman ist ein gepflegter Ork. Mit einem Zahnproblem, der mit einer Präzision gekleidet ist, die an die gerade Linie einer Militäruniform erinnert. Sein Haar ist kurz geschoren und die Geradlinigkeit seiner Erscheinung wird nur durch seine schiefgewachsenen Stoßzähne behindert. Der einzige andere Fehler in dem sonst makellosen Auftreten ist sein kybernetischer rechter Arm, der zwar auffällig genug ist, aber immerhin nicht die Schrift eines Anzugs ruiniert. Die Stimme des Orks ist ruhig und nachdenklich und er spricht fast ausschließlich in Zahlen. Kaliber, Reichweite, Schüsse pro Sekunde, Feuerwinkel, Streufaktor, Zugwiderstand und natürlich der Preis. Waffenhändler, sehr cool. Nerd? Was, nur weil ich weiß, was Echo Mirage ist? Ich bin doch kein Nerd, Doom. Doomchen. Doomilein. Okay, ich bin Nerd. Ich geb's zu. Bunker Buster Gruberman zu Diensten. Meine Freunde nennen mich Buster. Ich reagiere auch auf Sergeant Sir oder sogar hin und wieder auf Theodore. Wann immer es um Schusswaffen, Munition oder Sprengstoff geht, bin ich dein Mann, an den du dich wenden musst. Wie kann ich dir helfen? Zeig doch mal, was du im Angebot hast. Uzi 3, Schrotflinte, was haben wir denn hier? Samopal, AK-97, Baseballschläger. Ich glaube, der hat gerade nichts, was ich kaufen will. Verlassen. Ich brauche gerade nichts, danke. Ich spare mir gerade den Smalltalk, weil ich einmal gucken will, was hier so abgeht, bevor ich das quasi der Storyline folge. Ey, rede mit mir, Eric. Eric Mussmann. Wechsel deine Kleidung, wechsel dein Leben. Du wirst nicht mehr, zeig mir, was du hast. Ach, das ist der Klamottendealer. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich dem Troll das Ninja-Outfit verpasse. Obwohl der Gossenpunk auch cool ist. Aber der Gossenpunk kostet 750. Das ist mir gerade zu teuer. Algernon. Das scheint ein Magier zu sein. Neben der Bar beginnt die Ecke und Kanten der Unterschlupfes unscharf zu werden, aufgrund der magischen Nebel, der seine ungewöhnlichen Elfen umgibt. Der Mann scheint sich nur halb auf dieser Ebene der Wirklichkeit zu befinden. Sein Geist durchschreitet die fernen Welten des Astralraums, während sein Körper die Ware in einer anderen Welt verkauft. Lass mich sehen, was du hast. Fahrt durch die sechste Welt zu finden. Energieblitz. Energieblitz ist auch ein geiler Zauber. Was haben wir denn hier? Betäubungsblitz, Gedächtnislöschung, Säurestrom, Ablenkung, Blitzstrahl. Nebel, Bombe der Lautlosigkeit, Luftbarriere, Verbrauchsobjekte. Feuerelementarfetisch, oh, die sind teuer. Für 2 kostet gleich mal eben 400. Naja, ich nehme trotzdem einen Feuerelementarfetisch mit.
Weil ich relativ viel mit Feuer mache, finde ich hier ziemlich cool. Kia, da bin ich noch nicht. Wingardium Living. Ja, okay. Doom versucht sich im Zaubern und scheitert. Übelst. Übelst, wohlgemerkt. Übelst. Panzerung schwächen. Mana Blitz. Den normalen Panzerung. Ach, der Mana Blitz ist ein Klassiker. Den nehme ich auch noch. Bestätigen. Jo. Das können wir erstmal so lassen. Ich sollte mir noch ein Medipack besorgen, aber das können wir auf jeden Fall erstmal so lassen. Was machen die? Keine Schlafkugeln verfügbar. Ah, hier ist mein Schrank. Das Drohnen, ich brauche keinen Drohnen. Dann sollte ich mal mit dem Doktor reden. Irr, ich glaube, die hat einen Arm weniger, die Kleine. Jedenfalls liegt da ein Arm auf dem Tisch. Das ist ja hässlich. Dr. Sarah Castle. Geil, die hat einen kleinen Geist auf dem Arm. Wie cool ist denn das, bitte? Beeil dich, ich muss operieren. Danke, dass du mir aus der Patsche geholfen hast. Dachte, ich sollte hier vielleicht zur Hand gehen. Autsch, das ist echt nicht die beste Zeit für so einen Spruch. Sie blickt auf ihren zerfetzten Arm. Okay, Leute, ich muss euch bitten, euch in den Wartebereich zurückzuziehen. Seht ein bisschen Trivet oder so, die junge Dame. Was für ein Zeit, warum sie bezahlen möchte. Das ist richtig krass, das hast du einen mit einem Laser drin. Gebe, Freundin, jetzt werde ich mir erstmal dein Gesicht ansehen. Lass es, wie es ist. Wie bitte? Coyote. Freakbird, du Hexe! Fangirl ist doch keine Hexe, Freakbird. Hallo? Ich habe mir das Gesicht verdient für meine eigene Dummheit. Ich werde es behalten, Ende und aus. Fließende Bewegung, verschickt sie eine Spritze und kurioses Bein. Gute Nacht. Klick. Die schnellste Operation der Welt. Mir mehr von dem guten Energy Drink von dem wunderbaren Discounter eingießen. Burner. So. Coyote sieht gleichermaßen besser und schlechter aus als das letzte Mal, dass du sie gesehen hast. Alle ihre Wunden wurden behandelt und sie verfügt über einen glänzenden neuen Cyberarm. Doch jetzt, wo das Adrenalin nachgelassen hat, fällt ihr auf, wie erschöpft sie wirklich ist. Guten Morgen. Dank dem Wunder der modernen Medizin und Doc Castles magischen Heilkräften bin ich wieder so fit wie je und je, besser sogar. Können wir uns ein paar Minuten unterhalten, Coyote? Sam Watts? Was ist mit ihm? Sam ist tot. Dreck. Leider überrascht mich das nicht wirklich. Er befand sich schon lange auf dem absteigenden Ast. Was möchtest du von mir wissen? Yes! Energy Drink ist nicht gut für mich. Leute, wenn ich keinen Energy Drink habe, dann schlafe ich hier mit dem Gesicht auf der Tastatur ein. Es gibt irgendwo, ich glaube auf GameStar.de, ein Video mit Twitch-Fails. Da ist unter anderem ein Typ bei, der wird vor laufendem Stream verhaftet und dann kommt sein Nachbar rein und durchwühlt seine Wohnung. Und da ist ein Streamer bei, der fast vor laufendem Stream seine Wohnung abfackelt. So abgefahren. Müsst ihr echt mal suchen. Geiler Scheiß. Ich gehe da mal auf Wein. Ach komm, Wicked. Ich kümmere mich morgen um deine Probleme. Wirklich. Alles gut. Entspann dich. Lockerer Tag. Ich bin morgen Abend für dich da und kümmere mich um deine Probleme. Aber vielen lieben Dank, dass du reingeschaut hast. Ich wünsche dir noch einen chilligen Abend und eine ruhige Nachtstream. Hängt nur noch bei mir, Luft da flüssig. Raketenbrause! Der Doom. Freakbird, das nennt sich natürliche Selektion. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du es schaffst. Du schaffst das. Erzähl mir mehr von Sam. Ich habe gehört, du mochtest ihn. Sam, irgendwelche Feinde?
Erzähl mir mehr von Sam. Das stimmt, er hat mich zum Lachen gebracht. Niemand außer mir schien Sams Witze noch nicht lustig. Sam hat echt üble Witze gerissen. Nicht so lange er nüchtern war, war ich in Ordnung und witzig. Ich schätze, ich kannte ihn wohl am besten von allen in der Union. Es tut mir leid, dass er tot ist. Du hast Sam in der Nacht, in der er starb, bedient. War eine recht gewöhnliche Nacht mit den üblichen Leuten, soweit ich mich erinnere. Sam hat es mit einem Kerl namens Armitage getrunken. Jake Armitage. Ja, kennst du ihn? Ja, ich habe morgen frei. Danke, Handy, das weiß ich alleine. Er ist auch so ein Charmeur. Ja. Bisschen auf die Lippe. Ich stehe auf Rotschöpfe. Jedenfalls hat Jake und Sam ein paar Bierchen getrunken. Naja, Jake hat ein paar Bierchen getrunken. Sam hat sich fachmännisch besoffen. Irgendwann begann er laut zu werden. Das kann schon mal vor, wenn er Alkohol mit weiß Gott was vermischt hat. Jedenfalls wollte Miss Kubota ihn rauswerfen. Miss Wicked? Ja, aber ich bin sehr ungeduldig, Miss Wicked. Übe dich in Ruhe und Geduld. Das wird schon. Solche Worte wollen wir hier nicht lesen, Miss Wicked. Warnung. Naja. Gute Nacht, Miss Wicked. Danke, dass du reingeschaut hast. Schlaf gut und einen chilligen Tag morgen. Und wir sehen uns, denke ich mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns morgen um 20 Uhr sehen werden. Bester Sender? Ich finde, da müsste nichts über Mark. Hintertür in der Gasse geschießen und das letzte, was ich von Sam gesehen habe, gesagt wurde laut. Erinnerst du dich, was er gesagt hat? Sie denkt nach. Ach, der übliche Sam-Dreck. Über seine reiche Kindheit und wie er dieses Ende nicht verdient hatte, dass er seine Mutter hasste, dass er seine Mutter liebte. Er war schon ziemlich armselig. Hatte Sam irgendwelche Feinde? Feinde? Schwer zu sagen. Sam hat am Limit gefeiert und wenn er dabei war, hat er aus seinem Maul recht weit aufgerissen. Hätte ein oder andere Tracht Prügel dafür eingesteckt. Aber nein, ich glaube nicht, dass er irgendwelche Feinde hatte. Zumindest keine, von denen ich wusste. Aber nein, wo hat Sam gelebt? Meistens auf der Straße. Hin und wieder gelang es ihm, jemanden zu überreden, auf seiner Couch zu schlafen. Aber er trieb es gern mal zu weit und war nach ein paar Tagen wieder auf der Straße. Manchmal habe ich ihn hier runtergeschmuggelt, damit er nicht auf seinem Betten ausgeschlafen kann. Da vor diesen Toren hat er geschlafen. Wie schlimm war seine Sauferei? Wenn er nur gesoffen hätte, wäre es nicht übel gewesen, aber Sam war nicht der monogame Typ. Er hat es mit allem versucht, Schnaps, Chips, Drogen. War ein großer Fan von Nitro. War nicht immer so. Aber als er krank wurde, begann er mehr und mehr mit diesem Zeug zu sagen. Sam war krank? Wow. Vielen Dank fürs Reinschauen, Fangirl. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht und... Ja, ich wünsche dir noch eine gute Nacht und bis morgen. Und schlaf gut, natürlich. Eddie ging voll ab, weil sein Sohn ihn morgens wach gemacht hat. Gestern war Sahne. Was zum Henker? Guckt ihr? Ich habe keine Ahnung. Dann ist er eine Weile verschwunden und kam irgendwann mit einem deutlich besseren Zustand zurück. Er sah richtig gesund aus. Todkrank, wusstest du das nicht? Also, er war plötzlich wieder gesund, einfach so. Ja, seine Mutter hätte ihm geholfen, hat er nie genau gesagt wie. Danke, Coyote. Gefallen von euch beiden. Okay. Was brauchst du, Babe? Ey, yo. Nee, ist klar. Müsste Delilah über den Run and Roll sprechen, also gewöhnlich oben in der Bar. Sag ihm, dass ich die Edelsteine nicht gefunden habe, vielleicht können wir es nochmal versuchen, weil, ja, das werde ich. Untersuche Sams Koje, das geht vor. Die Kuh ist
Die Koje ist unordentlich und stinkt nach Schnaps. Ciao, Freakbird. Ich wünsche dir noch einen chilligen Abend. Danke, dass du reingeschaut hast und gute Nacht. Und vielleicht magst du morgen ja wieder vorbeischauen. So, ich glaube auch, wir machen nicht so ewig lange. Es ist ja nicht so viel los. Ich denke, wir werden noch bis, also bis Mitternacht mache ich auf jeden Fall noch. Und dann mal gucken, so lange, wie wir noch Bock haben. Und danach geht's dann rüber zu Angry. Dann wird's vielleicht heute ein kurzer Stream, aber es gab einen Stream und wir haben ein bisschen weitergespielt. Die Koi ist unordentlich und stinkt nach Schnaps. Du durchsuchst die Bettwäsche, Decken und Kissen und findest ein altes Foto, das schon ziemlich abgegriffen ist. Sieh dir das Bild auf dem Foto an. Sieh die Rückseite des Bild ansehen. Das Bild zeigt einen blonden Jungen und ein Mädchen, beide ungefähr 14 Jahre alt, die auf einem Kai am Rande eines Sees sitzen. Sie scheinen Zwillinge zu sein. Der Junge hat einen Arm an die Schulter des Mädchens gelegt und grinst in die Kamera. Das Mädchen gibt ihm einen Schmatzer auf die Wange und hält ihm gleichzeitig hinter dem Kopf den Finger als Hasenohren. Sieh die Rückseite des Bildes an. In der Handschrift einer Frau sind folgende Worte zu lesen. Sam und Jessica, National Park Lane Sommer 2040. Steck das Foto ein. Okay. Coyote, mit der kann man nochmal reden. Ja, toll! Super! Ja, tatsächlich, er hat sie ein- oder zweimal erwähnt. Es klang nicht so, als wären sie besonders gut miteinander ausgekommen. Sie denkt nach. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, hat er sehr viel von ihr gefaselt. Zu diesem Zeitpunkt war er schon fast völlig hinüber. Ich konnte seiner Erzählung nicht wirklich folgen. Oh, komm, den piepst. Bird. Comlink piepst und am Bildschirm erscheint John Drayson, der Grieße. Er sieht glücklich aus. Drayson, alte Knochensäge. Hey Big T, ich muss mich kurz fassen. Sieht aus, als hätten die Ripper schon wieder jemanden erwischt. Die Opfer in der TSB-Untersuchungseinrichtung und bei den Dogs. Bist du gerade dort? Ja, aber komm besser schnell her, bevor McCluskey auftaucht. Okay. Dogs, ich muss los. Okay, hör zu, ich will helfen, lass mich von das sagen, dass etwas Schlimmes ist passiert. Schlimmer als meinen Arm zu verlieren und Sam war mein Freund. Du machst dich auf zu den Dogs und versuchst Sams Schwester Jessica aufzuspüren. Vielleicht kann sie uns helfen. Danke, ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Nimm ein Taxi zur NTSB-Lagerhalle. Will ich hier noch was kaufen? Warte mal. 15 Karma. Wieso habe ich die noch nicht ausgegeben? 15. Für jeden Punkt. Die 15 ist mir das wert. Nahkampf. Mal gucken. Erstmal, ob ich meine Magiegeschichten steigern. Mal steigern, um Spruchzauberei hochzusetzen. Ne, Spruchzauberei ist Willenskraft. Ich muss Willenskraft hochsetzen. So. Zwei. Treffer wahrscheinlich bei Beschwörungszauber. Beschwören verwende ich kaum. Drohnensteuerung, ich habe keine Drohnen. Biotech, Wurfwaffen habe ich auch nicht. Nahkampf. Biotech ist, glaube ich. Erhöht die wiederbekommenen Lebenspunkte. Das klingt schon mal cool. Und Nahkampf sollte ich auch mal einen belegen. So. Dieser Troll ist so cool mit seiner Sonnenbrille und seinem Pornobalken und dem Bart. Der ist so eine 1.
930 nur Yen. Naja. Geht auch weniger. Ach, egal, ich habe mich gut ausgerüstet. So. Gucken wir doch mal. Was ist der Lala? Mit dem müssen wir noch reden. Mr. Delilah ist ein kleiner und ist klein und tough, trägt ein Schrotgewehr ohne Seriennummer auf dem Rücken und eine kugelsichere Weste unter seinem Trenchcoat. Er wirkt wie jemand, der die richtigen Leute kennt, um Sachen zu erledigen und sie zur Not auch selbst erledigt. Er könnte ein Ex-Runner sein, einer dieser seltenen Fälle, die den Sprung ins Management geschafft hat, als er merkt, dass seine Reflexe nachlesen. Was willst du? Das ist mal ein netter Kerl. Das ist ein richtiges Herzchen, glaube ich. Was Geschäftliches besprechen. Hm. Ich habe mit dir nichts am Hut. Wir gehören zu Coyote. Sie ist zurzeit leider beschäftigt. Namens Coyote hast du plötzlich seine gesamte Aufmerksamkeit. Warum sagst du das nicht gleich? Coyote ist spät dran und mein Klient wird langsam nervös. Wo ist sie? Unten, sie probiert gerade einen neuen Arm an. Ihr Auftrag ging für sie nicht so gut aus. Ernsthaft? Hm, naja, was auch immer. Sie ist ja tough, sie packt das schon. Okay. Und wer seid ihr beiden Vögel? Big T, das ist Paco. Was ist das für eine Vorstellung? Big T, das ist Paco. Wie geil. Diejenigen, die die Ware für dich haben. Das ist mir ganz wahr. Wo sind die Steine? Behalte den mit Runen verzierten Kieselstein und gib ihm den Rest Runen. Ich bin Magier. Mit einem Mal hat er eine Juwelierlupe vor den Augen und schaut sich die schnellen Reihenfolge die anscheinend wertvollsten Steine an. Dann stockt er, blickt dich finster an, voller Wut und schmeißt dir einen Stein ins Gesicht. Er ist nicht dabei, was? Er atmet aus und schüttelt den Kopf, während er mit dir spricht. Lass mich dir mal erklären, wie das hier funktioniert. Ich heure jemanden an, damit er einen Job für mich macht. Ach nee. Und das tut er. Dann kommt er zur Bezahlung. Jeder geht glücklich seiner Wege. Jetzt scheint es mir so, dass du etwas hast, das Coyote für mich besorgen soll. Das heißt, es gehört mir. Rück also den Kieselstein raus und wir müssen Johnny Clean nicht bemühen, hier sauber zu machen. Okay. Ein anderer Stein, eine Art Kiesel mit irgendwelchen Buchstaben drauf. Habe ich das vergessen? Hier bitte. Hm. Wollen wir das Doppelte oder wollen wir Infos? Ein paar mehr Details. Versuchen wir es erstmal damit. Ich verstehe es, meine Klienten nicht zu fragen, warum sie es wollen. Sie haben es zwar. Sagst du jetzt her damit da? Kyoto hat es auch vielleicht nicht mitgeteilt, aber für verspätete Lieferung zahle ich nicht. Aber ich fühle mich heute spendierfreudig, deswegen dürft ihr die Steine behalten, die ich in der blöde Fresse. Mr. Dela schaut sich mal besonders an. Muss er dir. Pass auf, du schaust aus wie der Mann, die später mal eine eigene Crew haben könnte. Brauchst vielleicht mal ein paar Talente, wenn es soweit ist, komm zu mir. Ich habe die richtigen Connections. Ich möchte ihn eigentlich wegboxen. Van Grass, komm mit. Okay, cool. Verticken wir mal die Steine. Lava, Lava. Van Grass, da ist er doch. Mit dem haben wir schon mal geredet. Nö. Kasma 3, wie ich sehe, bist du ein beschäftigter Mann. Er nickt, das stimmt, was willst du damit sagen? Ich würde dich nicht unterbrechen, wenn ich nicht in den Besitz der seltenen Edelsteine gekommen wäre. Du hast deine Aufmerksamkeit, seltene Edelsteine, lass mal sehen. Gebräuche, das ist so der Steine geschätzt, okay. Du hast das Surren der Servogelenke in Van Grass Cyberaugen. Der Servoregler in Van Grass Cyberaugen, seinen Vergrößerungslinsen eingelegt wird, er betrachtet die Steine etwa 2 Sekunden lang. Hm, da hast du den Dreck etwas
aus dem Kaugummi-Automaten gezogen. Von mir kriegst du höchstens 1000 Yen dafür. Ich überleg's mir. Wie du willst. Shit, wir haben nicht die Möglichkeit zu verhandeln. Was bräuchte ich? Bist du bereit, die Steine loszuwerden? Das soll's. Optional finde einen Healer für die restlichen Edelsteine. Okay. Was passiert, wenn ich mit dem nochmal schnack? Gucken wir mal. Was sind hier fertig schwer ab? Willst du eine Faust, Digga, oder was? Guten Abend, wie ich sehe, ist Coyote wieder da und seit nur wenigen Lady jetzt. Ich verstehe, so weit lang. Paco und ich haben sie gefunden. Ich bin gefragt, was sie an ihm findet, aber scheinbar ist sie nicht ganz verdorben. Ich bin bloß froh, dass nichts passiert ist. Verantwortlich. Sehr, mir liegt die Sicherheit eines jeden am Herzen, der durch diese Tür schreitet, egal ob Mitarbeiter oder Gast. Es sei denn, jemand hat böse Absichten. Dürfte ich dir ein paar Fragen stellen? Hab mich bisher jedenfalls noch nicht gestört. Okay. Hab mich bisher jedenfalls noch nicht gestört. Hast du irgendwas mit Sams Tod gehört? Es sei der Ripper gewesen. Leute, wir reden viele Dinge, von denen sie nichts wissen oder die sie nicht verstehen. Weißt du, wo ich einen Healer finden kann? Van Grass. Wie lange arbeitest du schon für Muswell? Ich kam hier ja nachdem ich Goblin nach meinem Erwachen. Kurze Erklärung. Bei Sharon ist es so, dass es das Goblinisieren gibt. Das heißt, eine Zeit lang gab es ja nur Menschen. Und als dann das Erwachen der sechsten Welt kam, also als die Magie in die Welt zurückkam, sind die Gene einiger Menschen erwacht und haben sie halt goblinisieren lassen. Das bedeutet, es gibt Menschen, die sind zu Elfen, Zwergen, Orks und Trollen geworden, was ein sehr schmerzvoller Prozess war und einige in den Wahnsinn getrieben hat. Und dann die Generationen danach sind irgendwann natürlich als Elfen, Zwerge, Orks und Trolle geboren worden. Und das nennt man halt goblinisieren. Wir sehen uns. Okay. Gucken wir mal. Ich schnack nochmal mit der ollen Kubota. Mal sehen, was die zu erzählen hat. Was noch für dich tun? Das Kreuz, was hat es damit auf sich? Kyoto ist im Royal aufgewachsen, bis es ihr gelang, dieses Leben zu entkommen. Ihr Cousin hat jedoch anscheinend nicht so viel Glück. Er kam vor etwa einem Jahr nach Seattle und geriet in die falschen Kreise. So gelangte er an Sim-Chips und wurde abhängig von BTLs. Kyoto überfällt jetzt schon seit Monaten Chip-Häuser und ruft Sachen nach ihm und sucht nach ihm und erledigt Chip-Dealer, die sie finden kann. Darf ich fragen, wie sie alles verwickelt worden sind? Ich war selbst einmal Runner, jetzt biete ich meinen sicheren Unterschlupf an einem vertrauenswürdigen Ort, um sie geschäftig zu sein. Ich zieh mal weiter. Gucken wir mal. Taxi ist in South Seattle Docks. Ich will mal gucken, ob wir noch einen Kampf machen heute Abend. Das würde ich irgendwie ganz cool finden. Versucht man nebenbei noch mehr etwas Nahrung zu konsumieren. Du verlässt die Union und machst dich auf zu den Docks. Der Ripper hat Sam getötet. Womöglich hat er oder sie bei seinem letzten Opfer einen Fehler begangen, einen wichtigen Hinweis hinterlassen. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. South Seattle ist ein typisches Industriegebiet, düster und dreckig. Der Regen macht es auch nicht besser. Schicht um Schicht vom Schmutz vermischt sich mit zurückgelassenen Holzplatten.
Nur den Tagelöhner als Möbel dienen, der Müll sammelt sich in den Abflussrinnen und die völlig ruinierten Straßen. Heruntergekommen ist noch ein milder Ausdruck für diesen Bezirk. Dein Ziel ist die Lagerhalle der Nation Transportation Safety Board. Hier befindet sich ein kleiner Pier im wenig gepflegten Bereich des Hafengeländes. Okay. Das ist wieder eine Dame des Gewerbes. Bordsteinschwalbe. Weißt du irgendwas über den TSW, nur dass die Penner hier in der Gegend schon seit langen Jahren Schrott aus dem Laden klauen? Da kann ich nicht lang. Also bleibt nur der. Halt. Lone Star Wachmann. Okay, der Typ trägt eine Panzerung. Und jetzt? Mist. Und nu? Das ist gerade irgendwie doof. Nutzen wir doch mal die Prostituierte. Standardausgabe, Ma'am. Ja, und was bringt mir das jetzt, dass der abgelenkt ist? Ja, bin ich gerade zu doof für das Game oder was ist hier mein Problem? Checke ich hier gerade nicht, was ich jetzt machen soll. So ein Mist. Ich hasse ja solche Situationen in Games. Da. Hey, die gehört mir, weg, ich muss mir nur kurz ausleihen. Ist mir übrigens fast, wenn du davon findest. Ja klar, sehr gerne noch. Überhaupt kein Ding. Kleine Leiter, den großen Troll hält, ist ja auch wieder so ein Ding. Dass der Typ das nicht gemerkt hat, ist, ja. Eher, semi-wahrscheinlich. Und da liegt erstmal ein SA-71-Triebwerk. Ist hier irgendwo Zeug? Hubschrauber. Ich glaube, hier ist jetzt nichts, was ich abgreifen kann, außer tatsächlich das die Lagerhalle und die Leiche da. Mal gucken. Bestätigen.
Das ist mein Energy Drink alle. Die Lagerhalle. Die große graue Lagerhalle sieht von innen ebenso gewöhnlich aus wie von außen. Eine hohe, mit Stahlträgern und wackeligen Stegen versehene Decke erstreckt sich über eine riesige, zweckmäßige Halle. Wände aus Beton und Stahl wachsen aus einem ebenso beschaffenen Boden. Dies ist ein Ort, an dem Dinge zu lagern und sonst nichts. Trotz der Stille außerhalb der Halle wimmelt es im Inneren nur so von Lone Star Officern, die ihrer Arbeit nachgehen. Inmitten dieser Aktivität liegt die letzte Opfer des Emerald City Rippers. Zwischen all den Uniformen denkt niemand daran, dich aufzuhalten. Es scheint, als würde die Presse nichts von diesem neuen Mord noch nichts. Als wüsste die Presse nichts von diesem neuen Mord noch nichts. Lohnt es oder nicht, du hast einen Job zu erledigen. Yeah. Kontrollfeld gelangst. Ja. Rede mit Eggboyer. Officer Eggboyer. Fettes Tennis. Du schon wieder, wirst du von diesem Mord erfahren? Nicht mal die Presse weiß davon. Was auch immer. Ich habe Wichtigeres zu tun, zum Beispiel den Emerald City Ripper zu finden, um ihn meinem Namen zu machen. Wir haben den Computer des Forschers durchforstet und es versteckt, dass er sich hier um einen Nachahmungstäter handelt. Das Opfer hat hier in den NTSB-Lagerhallen alle Blackbox-Experte gearbeitet. NTSB? National Transportation Safety Board. Diese Lagerhalle wird dazu verwendet, die Wracks abgestürzter Flugzeuge zu untersuchen, um die Unfallursachen zu ermitteln. Das Opfer war für eine der wichtigen laufenden Ermittlungen zuständig. Okay, das Ganze wird langsam größer. Wir haben einen Computer des Opfers durchforstet und eine Notiz nachzuurteilen, hat er wohl Geheimnisse weiterverkauft. Der Idiot hat alles dokumentiert. Wissenschaftler geben keine guten Verbrecher ab. Schlüssel zum Büro des Fahrers, Missionsfunktionen zufällt. Das kannst du laut sagen. Irgendein Runner, wie du es bist, hat ihn wahrscheinlich abgeknallt und versucht, es wie ein Ripper-Mord aussehen zu lassen, um die Rolle des Konzerns in der Sache zu vertuschen. Hier ist der Schlüssel zu seinem Büro. Sieh es dir ruhig an. Okay. Okay. Stranger Stuff. Ich hab doch gerade die Türen geklickt, mach sie auch immer auf. Da ist ein Spind. Erstmal Spind. Spind bedeutet Zeug abgreifen. Link untersucht die Zahnbürste. Nach Minze und Zigaretten. Untersucht den Kamm. Finden sich darauf mehrere drahtige graue Haare. Tritt vom Spind zurück. Schade. Kein Loot. Miese Nummer. Ja. Blöd. Bin kein Computerexperte. Kontrolltafel gelangen. Okay. Da scheint irgendwie eine Kontrolltafel zu sein. Und eine Tür. Gucken, was hier so geht. Noch eine verschlossene Tür. Okay.
Ja, und ich weiß, da ist noch ein Dialog. Ich führe den auch gleich, beziehungsweise da sind noch zwei Dialoge. Du musst gerade nicht. Super. So zeigt eine schlanke junge Frau, die mit einem Sturmgewehr posiert. Checky. Ist ja hocherotisch. Shannon Half-Sky? Wer ist Shannon Half-Sky? Du bist kein Cop. Sie beäugt hier argwöhnisch. Ach nee. Ich bin ein unabhängiger Ermittler. In was für einem Verhältnis standen Sie zu den Toten? Nö, wer ist die Leiche? Wie ich sehe, hast du gebetet. Kennst du den Toten? Mhm. Ja, ist mein großer Bruder. Ich habe Bea um Hilfe dafür gebeten, ihm zuzusprechen. Sie schüttelt den Kopf und macht den Eindruck einer Person, die zum ersten Mal in ihrem Leben nicht weiß, was sie tun soll. Bea? Bei Sharon ist es so, dass Schamanen halt größtenteils Tiergeistern folgen, wie Ratte, Wolf, Löwe, Bär, und diese ganzen Tiergeister oder Schutzpatrone, Totems in dem Fall, haben besondere Eigenschaften, geben Begünstigungen auf bestimmte Dinge, assoziieren sich immer mit besonderen Charakterarten. Und das, je nachdem, was für ein Charakter oder für ein Typus der Schamane ist, wählt er auch sein Totem aus. Von der Story her sagt man immer, das Totem wählt ihn aus, so ein bisschen. Geister verwirrt von seiner Reise, um mir zu antworten. Du bist eine Schamanin. Ja, auch wenn mir das gerade nicht viel hilft, wenn ich nur Kontakt mit ihnen aufnehmen könnte, könnte ich meinem Bruder vielleicht rächen und den Frieden bringen. Gibt es irgendwelche Wörter und so, irgendwelche Möglichkeiten? Du bist es gewohnt, eine schwere Last auf deinen Schultern zu tragen, doch vielleicht gibt es einen anderen Weg. Er blickt zu dir empor, dein Kompliment nimmt sie kaum zur Kenntnis, was den Umständen entsprechend vielleicht nichts Ungewöhnliches, doch stattdessen erhält sie plötzlich Ideezüge. Der Geist meines Bruders ist zu schwach, so viel ist klar. Der Geist meines Bruders ist womöglich nicht alleine hier. Sie schließt die Augen und versinkt in tiefe Konzentration. Ja, es gibt noch weitere Geister, die vielleicht behilflich sein könnten. Frustration, als würde sie etwas suchen. Ne? Sie läuft zum Blick dich an. Aber ich kenne sie nicht. Ja. Deine Tour, was brauchst du? In diesem Warnlager hausen die Geister der Opfer eines Flugzeugabsturzes, die zwischen den Welten gefangen sind. Bitte helfen sie mir, Mord, Bruders. Lunster lässt mich nicht hinein. Aber du scheinst keine derartigen Probleme zu haben. Wenn du für eine sündige Besitzung des Opfers findest, könnte ich womöglich einen Geist beschwören, der mit uns spricht. Ich brauche mindestens zwei Gegenstände. Glaubst du, du kannst sie von mir sagen? Natürlich. Ja, dann rennen wir jetzt nochmal zurück und gucken nochmal in den Schrank. Untersuch den Kamm. Jo. Von dem Spinn zurück. Persönliche Gegenstände wie Haare oder dergleichen, irgendwas, was vom Körper des Charakters kommt, machen Magie leichter bei Shadron. Wir brauchen mindestens zwei persönliche Gegenstände. Willst du mich verarschen? Ich habe da doch gerade geguckt. Hingessen, da ist das Problem. Drei Karma. Ich mache ihn mal klüger. Ich glaube, das ist nicht ganz verkehrt. Mach ihn mal klüger, die Idee ist echt nicht schlecht. Und was könnte ich ihm immer noch geben? Ich könnte zwischendurch auch mal speichern. Ja.
3 Teufel zusammen. Wieso? Was ist denn jetzt das Problem? Ich habe doch 2 persönliche Gegenstände von ihm. Ich schnack nochmal mit ihm. Vielleicht kann ich den Arm haben oder so. Wie du siehst, haben wir es mit einem weiteren Ripper-Opfer zu tun. So ein paar Überstunden hinter dir, Drayson. Was kannst du mir zum Opfer sagen? Also, das Opfer ist männlich, von gemischt uramerikanischer Abstammung, 38 Jahre alt, im Zustand der Leiche nach muss er etwa gegen 2 Uhr morgens getötet worden sein. Und ja, ich bin ein wenig übermüdet. Man könnte meinen, ich werde geradezu von Leichen überschwemmt. Todesursache unbekannt. Mehrere innere Organe wurden nach seinem Tod auf brutale Weise entfernt. Ich bin mir nicht sicher, ob der Mörder überhaupt wusste, was er haben wollte, bevor er begann, das Opfer aufzuschneiden. Sonst kann ich dir leider nicht viel sagen. Er besitzt allerdings eine Menge Narbengewebe, das vermuten lässt, dass er vor kurzer Zeit eine größere Operation überstanden hat. Da jedoch die Organe fehlen, kann ich nicht feststellen, was gemacht wurde und was es sich gehandelt hat. Hast du irgendeine Idee, für welche Organe der Ripper dieses Mal abgesehen hatte? Also was stand diesmal auf der Einkaufsliste? Da kann ich mir einen schöneren Tod vorstellen. Naja, wie es scheint, war das Opfer bereits tot, bevor seine Organe entnommen wurden. Also hat er zumindest, was das betrifft, Glück gehabt. Findest du nicht? Der Mörder ist auf jeden Fall seine Lunge entnommen. Je mehr ich mir das alles ansehe, habe ich das Gefühl, dass sich die restlichen Organe noch in einzelnen Brustkorb befinden. Get! Das will mich stehst du auf ne. Aguirre würde den Fall lieben gern von der Klasse lösen und seine Beförderung einsacken. Außerdem würde er nur zu gern sehen, wie McCluskey von seinem Vorgesetzten mit leeren Händen dasteht. Er hat bereits versucht, mich zu bestechen, um McCluskey Informationen vorzuenthalten. Hast du das Geld genommen? Er grinst über beide Ohren. Hast du irgendeine Ahnung, wie viel sein Job heutzutage einbringt? Ich glaube kaum, dass Aguirre es lohnt, mich dazu verführen könnte, ihn zu helfen. Ist McCluskey eine Lösung näher gekommen? McCluskey könnte nicht mal einen eigenen Arsch finden. Scheiße, McCluskey! Sorry, ich stelle kein Theorien auf. Ich bin bloß im Wissenschaft der Leichen bevorzugt. Allerdings könnte ich trotz der massiven Schadens am Brustkorb erkennen, dass es sich bei dieser Lunge des Opfers um Transplantate gehandelt haben muss. Das ist interessant. Da es fehlende Herz ein anderes Opfer, ebenfalls ein Transplantat war. Okay. Zugegebenermaßen hat es die moderne Medizin Organtransplantation relativ einfach gemacht. Aber es ist immer noch ein seltener Zufall. Aber in meiner Position als Wissenschaftler ist es immer ein Zufall. Wer ist die Frau da drüben? Keine Ahnung. Ich werde mich mal umsehen. Viel Glück da draußen. Fett! So, und jetzt habe ich immer noch keinen weiteren persönlichen Gegenstand. Was ist denn das für ein Scheiß? Da! Ha! Da ist noch was. Durchsuch den Müll. Der Müll ist durchsetzt mit irgendeiner klebrigen Substanz und bald klebt sie auch überall an dir. Gegenstand. Untersuch den Kratzstick. 200 Nuyen. Untersuch den Ohrring. Der Ohrring besteht aus poliertem Stahl in der Form eines kleinen Lachses. Ein intensives, intuitives Grauen erfasst dich, als du die Oberfläche berührst. Es muss der Gegenstand sein, den die Schamanin haben wollte. Nimmst den Ohrring an dich. Untersuch die Brotdose. Eine zerbeulte Brotdose. Kannst Gesicht eines Trolls drauf erkennen. So, jetzt haben wir einen kleinen Lachs, Leute. Ist das nicht geil? Habe ich den Satz gerade wirklich gesagt? Shit. Ich lerne nie dazu, oder? Hey. Kleiner Lachs. So. Ja, hier sind sie. Du reißt dir die Gegenstände, die du gefunden hast. Sie schließt die Augen, murmelt eine Weile vor sich hin, als die Augen wieder glänzen, Tränen in den Augen.
Danke, diese Gegenstände gesehen oder das, was ich brauche, soll lange dauern, bis ich. Was zum Teufel ist hier los? Die Speckbirne von Troll. Officer Aguirre folgt im Schlepptau des Kommissars nur für einen kurzen Augenblick, suchen seine Augen dann können. Sie ist die Schwester des Opfers, Sir. Sie, das ist ein Tatort-Officer, nicht ein Trommelkreis für Salish. Ich dachte, die Angehörigen zu informieren wäre Teil des Standardvorgehens. Das ist ihr Bruder. So. Nein, das ist ein Leiche und damit meine Angelegenheit. Und jetzt raus hier, verdammt nochmal. Komm schon, wenn wir noch länger bleiben, werden die noch etwas tun, was ich bereuen könnte. Oder noch schlimmer, etwas, was ich genießen könnte. Ja. Lava, Lava, okay. So ein Arsch. Immer noch verschwören, aber es gibt nichts, was wir dagegen tun können. Ich sollte dankbar sein, dass es hier gelungen ist, die Gegenstände zu finden, bevor die Idioten alles verhören. Nicht von hier. Geister wie diese haben ihre eigene Domäne, an die sie gefesselt sind. Wir müssen irgendwie wieder dort hineingelangen. Später zurück, wenn die Luft rein ist. Gekaufte Polizisten wie diese werden nicht mehr Zeit verbringen als nötig. Jetzt sieht es nicht gut aus. Hast du heute noch was vor? Ein kleiner Einbruch im Schutz der Dunkelheit. Es ist komplizierter, als ich dachte, aber ich muss herausfinden, was passiert ist. Dann ja. Danke. Bitte. Wir uns wahrscheinlich Unterstützung besorgen. Sie könnten über die Nacht Sicherheitskräfte aufstellen. Was genau die Leute findet, die wir brauchen. Gut, ich kümmere mich ums Geld und du findest die richtigen Leute. Sie zieht eine Handvoll zerknitterter Juni aus dem kleinen Lädenbeutel. Triff mich hier um Mitternacht. Okay. Cool. Wir heuern Runner an. Schönes Ding. So. Peter, ein Kommling und das Gesicht von Coyote erscheint. Halbig, hier bist du gerade arg beschäftigt. Kein Problem, was brauchst du? Rückendeckung. Okay. Ich presse die Lippen auf. Ich weiß nicht, ob ich dir schon mal von... erzählt habe, aber ich wurde von Royal geborgen. BTL-Dealer wie Stevie Taylor in die Boss der Absteige. Herrscht praktisch über mich. Als ich aufwuchs, ich erinnere mich. Okay. Sie sieht erleichtert aus, wo ist. Ich habe meinen Cousin namens Gino. Vertrauensseliger Name. Klingt schon mal sehr, sehr gut, der Gino. Er wird schon seit Monaten vermisst. Er ist auf Jahren in Sprawls abgehauen und hat sich dann von ein paar Junkies zusammengetan. Üble Gestalten. Sie haben dafür gesorgt, dass er von hochgepushten Dreamchats abhängig wird und ihn für alle möglichen Dreck eingesetzt. Hab versucht, ihm zu helfen, aber er hat mich nur weggestoßen. Dann ist er verschwunden, seitdem ich BTL-Labor in die Luft. Du bist auf einem Kreuzzug. Vielleicht zumindest nennen wir es gut oder so. Er hält sich, ihre Worte werden immer schneller. Dieses Mal weiß ich genau, wo er ist. Ein alter Freund hat ihn mit eigenen Augen gesehen. Ich mache mich gerade auf den Weg. Paco ist bei mir, aber ich könnte noch eine helfende Hand mehr brauchen. Bist du dabei? Bin auf dem Weg. Wir sehen uns gleich. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch den Fight. Und dann würde ich sagen, nee, ich mache jetzt ganz kurz eine Pause. Dann machen wir den Fight, weil ich bin einmal kurz für kleine Künstler. Und danach würde ich sagen, ist es, glaube ich, auch für einen kurzen Stream für heute Abend so langsam gut. Es sei denn, ihr habt noch Bock, können wir auf jeden Fall gleich klären. Ganz, ganz kleinen Moment, ich bin sofort wieder zurück und dann geht's weiter.
So, da bin ich wieder. Zurück auf den Stream. Und weiter geht's. Nochmal sehen. Coyotes Kreuzzug. Der heruntergekommene Häuserblock, an dem Coyote dich treffen wollte, sieht aus wie die Überreste eines sozialen Wohnprojektes. Jetzt ist es nichts als eine Müllhalde voller menschlichem Abfall. Du siehst Coyote gemeinsam mit Paco an einer Straßenecke stehen. Ihr Blick huscht beständig von Dach zu Dach, von Tür zu Tür. Obwohl sich Paco nach Leibeskräften bemüht, sagt Coyote kaum ein Wort, als ihr euch euren Weg an den Häusern vorbeibahnt. Sie läuft zielstrebig voraus. Ihre neue Cyberhand öffnet und schließt sich bei jedem Schritt. Es ist schwer zu sagen, ob sie bewusst tut oder nicht. An der Rückseite des Gebäudes springt Coyote plötzlich hoch, greift nach einem Feuerleiter und zieht sie herunter. Wortlos beginnt sie ihren Aufstieg zum Dach des Gebäudes. Paco wirft ihr einen besorgten Blick zu und macht sich dann auf, ihr zu folgen. Machen wir das auch mal. Danke, dass du gekommen bist, Big T. Ich schulde dir was. No Sheen, ich dachte, du könntest Hilfe gebrauchen. Rechnen muss. Okay, hört mal. Ich habe gute Nachrichten für dich. Es geht um Sams Schwester Jessica. Eine meiner Kontakte hat sie gefunden, während du hinein unterwegs warst. Ich habe sie angerufen und gebeten, dich später in der Union zu treffen. Ich hoffe, das hilft. Oh, cool. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Richtig. Also gut, lass uns hinter uns bringen. Mein Cousin Gino sollte in einem der Absteigen hinter der Tür dort drüben sein. Sollte. Ist ja schon mal gut. Sollte. Ich dachte, sie weiß das genau. Nach dem, was ich gehört habe, haben sie da drin ein ganzes Labor. Meiner Erfahrung nach hält draußen üblicherweise jemand nach Bullen Ausschau und nach innerem befindet sich eine Wache. Wie schon gesagt, keine Ahnung, wie viel Widerstand wir zu erwarten haben. Aber die Kerle sind richtig übel, also pass auf dich auf. Ich will noch einen Gino finden und wieder raus. Lass uns losgehen. Okay. Hallo Wachspinner. BTL-Zeitarbeiter. Das Ding ist auch gut. Habe ich noch Karma? 6. Karma ausgeben ist, glaube ich, ein ganz guter Plan vorm Fight. Was haben wir denn hier? Schnelligkeit, Fernkampf. Ausweichen. Wahrscheinlichkeit vom physischen Angriff getroffen sein. Das ist natürlich auch ganz cool, aber ich will meine Zauberfähigkeiten verbessern. Herbeirufen von Geistern ist, glaube ich, ein ganz cooler Plan. Wähle dein Totem. Oh, geil. Wer ist Heilung? Cat? Ein Katzen-Trollschaman, das ist eine geile Idee. Das Schöne ist, seht ihr, dass das nicht übersetzt ist? Grants, Dodge plus 1 for 3 rounds, cooldown time 1. Coyote. Coyote grants all friends with a range of 3 with quickness plus 1. Okay. Eagle. Last 2 turns. Raccoon Waschbär? A move bonus plus 2 squares for 2 rounds to all allies in and around the shaman within the cast. Ich glaube, ich nehme Heilung. Bärenschamanisch trifft sich ganz, passt ganz gut. Erhöhen wir die Geisterkontrolle nochmal. Null und bestätigen. Cool. Totembär. So, quatschen wir den Vogel hier mal an und sehen, was passiert. Der Ork sieht unruhig aus, seine Augen rollen wild in den Höhlen. Er mustert euch drei und schaut, ob noch mehr Leute da sind. Alter, ich rede so abgehakt, das ist ja schlimm. Und schaut, ob noch mehr Leute da sind. Befeuchtet seinen Lippen und nickt durchgehend, als würde er mit einer inneren Checkliste durchgehen. Hoi, hoi, wie ist denn so los? Perfekter Tag für einen Ausflug, oder? Sie beugt sich zu dir, flüstert. Er ist ein Zeitarbeiter, tauscht Arbeitszeit gegen Chips. Halb Verkäufer, halb Aufpasser. Hat wahrscheinlich ein Signalgerät für die Leute da drin. Du bist auf dem Trip, man kann sogar kurz vergessen, dass man ein Troll ist.
Du verkaufst BD als ein schiefes Grinsen macht sich um sie. Aber Yacht-Schammer. Aber ja, better than life, auf jeden Fall besser. Dreamchips, Simchips. Sims sind ohne Grenzen nach oben. Ich rede hier vom hochwertigen. Was für Trips bietest du an? Wir haben alles, ganze Palette, wirklich, ja, worauf du Lust hast. Willst du Verbrecher begehen, einen von Bösen sein? Kriegen wir für dich hin, kein Ding. Oder ist es nicht so deins? Willst du ein Held sein? Sei ein Held! Alles kein Problem, sei doch ein Held! Wir haben die Märchendreck, auf den alle Chama abfahren. Sag einfach was. Und du kannst slaggen und fraggen, so viel du willst. Das wird sich wahr, nicht? Slaggen und fraggen. Ja, ja. Ja, vielleicht, wenn der Preis stimmt, dann kannst du es fühlen, wie es ist zu sterben. Dieses krank. Wie funktioniert das hier? Das Beste, das hier ist auch ein Labor, wir werden die neuen Sachen getestet. Da heißt es Scheiß, man kann sogar etwas im Auftrag geben und sie machen es für dich. Kauft von dem Typen an der Tür eure Karte und ich bringe euch rein und hole euch raus, wenn ihr euch wollt. Dann könnt ihr euch einen Beetle besorgen und euch gleich einslotten. Unsere Jungs passen auf. Unsere Rollen ist fokussiert. Hey, das nimmst du als Scheiße, sollte echt zurücknehmen, dass es ein Sprawl bist. Schau mal, das ist ein Biss des Volkes. Vom Volk fürs Volk. Hey, Drogen fürs Volk, yeah! Was für ein Scheiß. Ich nehme es zurück, vielleicht sollte ich es mir einfach mal ansehen. Ich bin ja nicht doof. Wie zu Charlie. Okay. So leicht kommt man da also rein. Indem man den Leuten Scheiße erzählt. Charlie. Besorgte Frau. Hallo, besorgte Frau. Tu es nicht, Leute. Slot nicht diesen Dreck, den sie euch vertrauen. BDLs bringen euch um. Drugs are bad. Okay. Du scheinst aus Erfahrung zu sprechen. Haarzeug muss jetzt so sein. Keine Implantate. Ich mir Lippen in den Augen schwimmen Tränen. Das tue ich. Weiß davon. Ich habe einen Mann verloren und meinen Sohn, meine Tochter. Sie benutzen sie. Eklig. Hast du eine Passkarte, um hier reinzukommen? Nein, aber Jamal hat die Karte meines Sohns. Hat sie vor ihm abgenommen. Als mein Gehirn gebraten wurde, Jamal ist dort drüben. Ich weiß nicht, ob er sie dir geben wird, aber das müsst ihr unter euch ausmachen. Laden bewacht. Wie gut ist der Laden bewacht? Er steht unter dem Schutz der Yakuza. Okay, japanische Mafia. Klingt böse. Zuerst ist der Typ an der Tür, Charlie. Er verkauft Pässe für den Eintritt. Er ist nicht so hart, ist auf einem Auge blind. Dann gibt es noch etwa 5 andere. 2 von ihnen sind echt übel. 5 oder 6, das ist nicht so übel. Sie haben die Überraschungsmann auf unserer Seite. Gino arbeitet auf Zeit, tauscht Arbeitsstunden gegen Chips. Ich habe ihn heute Morgen reingehen sehen. Okay. Findet sich Chip jetzt im Labor? Ja, wenn jemand Chip ist, können sie in jedes Programm rüberschicken. Okay. Jamal, mit dem müssen wir reden. Jamal hat den Blick eines Langzeit-Chip-Heads ausgezehrt, hochwangig, doch von hungrig und Verzweiflung. Was guckst du so, Riese? Das heißt, du hast eine Passkarte. Das stimmt, ich habe sogar ein paar. Verkaufe sie vom Sportpreis, bei Charlie kosten sie 50 nur ein Stück, aber ich mal 3 für 100. Ich dachte eher so 75 und ich dachte, dass du dich verpissen kannst. Vielleicht solltest du sie einfach hergeben? 100. Naja, scheiß drauf. Kohle gespart. Schnacken wir mal mit Charlie.
Wir haben bereits Pässe. 50 Jahren pro Nase, 150 volle zusammen. Wir haben bereits Pässe. Klar, viel Spaß. Ich hätte ihn einschüchtern sollen. Ich hätte ihn einschüchtern können, scheiße. Na egal. Los, weiter über die Brücke. Okay. Okay. Das Volk. Der gesamte Boden dieser Behausung ist von einem Chaos aus Technologie und Abfall bedeckt. Auf der anderen Seite des Raums streitet ein Decker lautstark mit einem bewaffneten Schläger. Sie würden abrupt still und drehen sich zu dir um. Der Schläger mit der Schrotflinte quietscht voller Panik auf. Das ist die Crew, die Stevie J's Laden auseinandergenommen hat. Ich hab dir ja gesagt, es ist nur eine Frage der Zeit. Dass sich mit dem BTL-Labor angelegt, dass hier Yakuza-Angelegenheiten. Unter einem Knopfdruck kann ich die... Bla, ja klar, mit dem Knopfdruck. Big T greift keine von diesen Chipheads an. Sie wissen nicht, was sie tun und sie können Gino verletzen. Keine zivilen Opfer verstanden. Ich habe eine Erschütterungsgranate mitgebracht. Schon klar. Okay, er hat eine Erschütterungsgranate. Okay. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt gerade, den Decker zu erledigen. Okay, den schicken wir dahin. Betreiber, dem knallen wir meine. Verfehlt. Super. Schicken wir mal darüber. Verfehlt. Verfehlt. So. Dahinter in Deckung. Das kostet mich ein. Geh da mal in Deckung und schieß mal auf den Typen. Shit! Ey! Oh, mehr bewaffnete Spinner. Super. Mordsnummer. Und Magier. Ach du Kacke, du ahnst es nicht. Verfehlt. Okay. Das kann doch nicht wahr sein. Yakuza-Magier, ja, hau den bitte mal. Ein Magier weniger, sehr guter Plan. Autsch. Oh, das
wird ganz schön tricky. Scheiße. Mach das, an den BTL-Computer kommst. Okay. Nicht genug Munition. Shit. Bestätigen. Au. Okay, das ist nicht ganz so einfach alles. Okay, okay. Okay. Erstmal Heilung verpassen, sonst bin ich gleich platt. Shit, ich kann nicht mehr wirklich viel einstecken. Der ist schon angegriffen. Ja, dann ist das Elementar weg. Sehr gut. Der verfehlt. Selbstheilung. Bestmögliche Lösung. Der Schütze. Knüppelking, echt. Der Typ ist so gut mit seiner Keule. Verfehlt sauber. Einstecken. Für einen Nachladen definitiv. Okay. Yes. Alle erwischt. Gino! Oh mein Gott. Gino. Hallo Gino. Okay, du wirst Ginos BTL aus. Er keucht plötzlich auf und seine Augen öffnen sich. Er sieht verwirrt aus. Schlimmer als die anderen Chipheads, die du gesehen hast. Seine Lippen sind weiß und trocken und seine Augen sind tief in die Höhlen gesunken. Auf seiner Kleidung befinden sich Reste von Erbrochenem und seine Stirn glänzt vor Schweiß. Er versucht zu sprechen und bringt nur ein Lallen fertig. Er ist ausgebrannt. Was? Was zur Hölle? Was hat mich ausgeschlottet? Gino, ich bin Scala. Slotte mich wieder ein, verdammt. Was soll dieser Dreck? Ich will hier nicht sein. Slotte mich wieder ein. Er sieht sich wütend im Raum um. Gino nicht. Sei vorsichtig. Gino reißt sein Handgelenk aus Coyotes Griff und stolpert zurück. Er greift unter sein Hemd und zieht eine Pistole hervor. Coyote starrt ihn entsetzt an, Tränen in die Augen. Gino will mit der Waffe umher. Zurück, mach, dass ihr von mir wegkommt.
Er presst seine Hände gegen die Schläfen, seine Finger liegen immer noch auf dem Abzug seiner Pistole. Er kneift die Augen zusammen. Was ist nur los mit euch? Wir wollen dir bloß helfen. So, ihr wollt mir helfen? Seht euch diesen Ort doch mal an. Seht mich doch mal an. Er schaut sich den schmutzigen Raum an und bemerkt dann die Spiegelbild auf der glänzenden Oberfläche des Computers. Oh Gott, seht mich doch an. Es gibt Drogen, die dir helfen können, Gino. Wir können sie dir langsam geben. Wir gehen es langsamer? Ja. Er lässt die Waffe fallen und Paco hebt sie schnell auf. Coyote drückt ihn fest an sich. Wow, ich glaube, wir haben gerade den Chip abgerettet. Cool. Geile Nummer. Er lässt die Waffe fallen und Paco hebt sie schnell auf. Coyote drückt ihn fest an sich. Er lässt sich in ihre Arme fallen und sie hält ihm für eine lange Zeit ihren Kopf an seine Schulter. Schließlich hebt sie ihren Kopf, blickt ihm in die Augen. Dankbarkeit an. Wir sind hier fertig. Shit, ich wollte mich da noch umgucken. Nein, nein, Loot. Wer sucht, der findet. Shannons Plan ist am besten einzige Spur, um den Ripper zu finden, doch im Zurück zum Lagerhalle wirst du Hilfe brauchen. Man weiß nie, was bei solch einem Unterfangen ist. Seamstress Union hat genau das, was du brauchst. Ein Schieber, diese Art von Mittelsmann ist ein zentraler Aspekt in den meisten Unterfangen der Shadowrunner betreffen. Ein guter Schieber ist nur ein Wirt. Er hat die richtigen Connections und weiß, wer's wie gut kann. Er besorgt dir genau das Team, das du brauchst. Magische Unterstützung, einen Straßensammler als Mann fürs Grobe oder einen brandheißen Decker. Klingt gut. Aber... Hi Big T, da ist eine Frau, die nach dir sucht. Jessica irgendwas. Sie wartet neben der Bühne auf dich. Bellevue-Typ wollte nicht bestellen und rührt auch nichts an. Ich glaube, sie hat Angst, hier eine Krankheit oder so einzufangen. Danke dir, Cherry. Für dich kostenlos, Chama. Belästigt dich dieser Typ noch einmal? Ex-Shane, ja. Nein, der war sein letztes Mal nicht mehr hier, aber... Wieso ist die Bar so leer? Das Kubota ist ein Tourist-Building. Wie ist das alles? Hier unten ist hergekommen. Ich glaube, Coyote räumt im Moment die hintere Bar auf. Wer ist Barlett? John Barlett, der Typ am Ende der Bar, den man nicht übersehen kann. Er ist ein Geschäft für gute Verbindungen. Ich werde mich mal umsehen. Viel Spaß. John Barlett. Gut. Das ist 20 vor 1. Es ist recht still geworden. Es ist auch mitten in der Woche. Ich glaube, da hier nicht mehr viel los ist und wir gerade einen Run relativ gut geschafft haben, werde ich mal speichern. Und für den Nachtstream machen wir heute mal Schluss. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch eine chillige Nacht. Ich werde gleich Angry with the Universe hosten. Und mich auch noch ein bisschen bei ihm im Chat rumtreiben. Also auf jeden Fall schon mal Dank an Doom für das Aufpassen, dass hier alles läuft. Und dass du reingeschaut hast. Und danke an alle, die zugeschaut haben. Es war eine lustige Runde. Ich freue mich, dass ich jetzt immer wieder ein bisschen zocken kann. Und ja, ich wünsche euch allen noch eine entspannte Nacht. Und einen möglichst lockeren Donnerstag. Und... ich denke, wer Bock hat, schaut morgen Abend noch mal rein um 20 Uhr. Dann wird wieder ganz klassisch gezeichnet. Mit dem Gamestream geht's nächste Woche weiter. Ja, im Zweifelsfall sehen wir uns gleich im Chat. Und ansonsten morgen vielen Dank fürs Reinschauen. Und euch allen noch eine gute Nacht. Und ich bin raus.